Tschechien. Boris Lucic geht auch gerade nochmal an mich vorbei, begrüßt nochmal den Trainer der gegenüberliegenden Mannschaft. Und zwar den Thomas Senf ist das, genau. Dann schauen wir nochmal, was der FC heute nach der Winterpause so zu bieten hat. Ich bin sehr gespannt, muss ich euch sagen, denn das letzte Testspiel hier gegen Possendorf, da will ich ja gar nicht unbedingt daran erinnern, muss ich aber, 6:0, glatt verloren hier. Ich war nicht dabei, konnte es mir nicht anschauen, aber es war wohl auch vielleicht ganz gut so. Wir sind sehr neugierig, ob denn unsere Jungs aus dem Winterschlaf heute erwacht sind. Der DSC spielt in seinen Traditionsdresses, und zwar rote Trikots, schwarze Hosen, schwarze Stützen. Die Rotation, auch wie man es gewohnt ist, weiße Trikots, schwarze Hosen und schwarze Stutzen. Der DSC von rechts nach links in der ersten Halbzeit. Man hat jetzt nochmal diesen Motivationskreis, der nochmal Energie bringen soll. Alle Spieler schreien sich nochmal an, positiv. Und dann geht's auch los. Und dann muss auch der Kommentator sich erstmal wieder einfinden und ein bisschen zurechtkommen. André Chobot und Christian Heinrich stehen im Mittelkreis. So, und das Spiel läuft. Der DSC im Ballbesitz jetzt erst einmal am eigenen Strafraum. Und jetzt, wie gesagt, muss auch ich mich erstmal wieder einfinden, so ein bisschen. Der Ball wird jetzt erstmal am eigenen Strafraum ein bisschen hin und her geschoben. Markus Zillig und Rico Niederlein schieben sich den Ball hin und her. Ich schieb's kurz nochmal hoch auf die Tribüne, ja. Gut gefüllt, alle guter Laune aktuell. Jetzt fehlen eigentlich nur noch ein paar schöne Spielzüge und ein paar tolle Tore. Und der DSC langsam, aber doch sicher gewinnt er den Raum. Rico Niederlein jetzt auf der ganz linken Seite, dribbelt erstmal in die Hälfte der Rotation hinein, dann wieder zurückgespielt. Jetzt Sascha Hofmann spielt erstmal locker und entspannt. Nochmal zurück zu Viktor Janakiew, dem Torhüter vom Dresdner SC 1898. Jetzt wird der Spielneuaufbau über Alexander Preissiger. Der spielt dann zurück auf Zillig, der einen langen Ball auf den rechten Flügel hinaus, wird dann allerdings abgefangen von der Rotation, die jetzt selber ein bisschen das Spiel auseinanderfächert, dort eine Direktablage dann in den Mittelkreis zurück und dann geht der Ball ins Seiten aus und zuletzt war am Ball Marco Schröter. Nee, dachte ich zumindest so, dass es einen Einwurf jetzt tatsächlich für die Rotation sogar gibt, den führt David Kemple an der Mittellinie von der rechten Seite aus und dann liegt ein Rotationer am Boden, Freistoß, nichts Schlimmes, aber Gunnar Seidel wurde dort erwischt von einem Rothemd. Also Freistoßposition jetzt vielleicht 3 Meter in der Hälfte des DSC. Ganz rechte Seite. Trotzdem 2-Mann-Mauer, wird schon von der Flankenposition sicherlich gar nicht so schlecht. Jetzt hoch in den Strafraum rein. Auf den Kopf von Rico Niederlein, der zurückspielt und jetzt Abseitsposition, Abseitsposition entschieden. Der 100 DSC. Wenn ich es richtig gesehen habe, war das Philipp Rostig. Trifft den Pfosten. Gab es hier ein kleines, kurzes Gelächter hier, weil der frei vom Tor war, abzieht und dann tatsächlich nur den Pfosten tritt. Viktor Janakiew also hat den Ball wieder ins Spiel gebracht und der DSC baut neu auf mit Zillig, aber das sieht sehr locker und ganz entspannt noch aktuell aus. Ich finde, man sollte jetzt sofort ein bisschen mehr Gas geben, gleich mal hier zeigen, hey, wir wollen gewinnen und Rotation gleich unter Druck setzen. Aber gut, von der Spielanlage ist der DSC immer schon ein bisschen ruhiger gewesen. Preis hier jetzt im eigenen Mittelkreis. Nochmal zurück auf Niederlein. Der spielt dann ganz auf die linke Seite, wo Nico Opitz jetzt einen langen Ball spielt bis in den Strafraum hinan. Dort ist Chobot. Legt nochmal kurz ab auf Nico Kuhn. Der wollte schießen, aber im letzten Moment ist dort ein Rotationer und spitzelt ihm den Ball von den Füßen weg. So dass jetzt Torwart Rico Leuner einen Abschlag vom Tor macht, der aber auf die linke Angriffsseite geht in die Hälfte des DSC und der DSC fängt die Kugel ab, baut jetzt selber ganz schnell wieder auf mit einem langen Ball, der dort auf Opitz gehen sollte, auf Philipp Opitz. Jetzt macht das wunderschön der Chobot, der dort tatsächlich Hackespitze so ein bisschen macht, legt auf die rechte Seite jetzt ein Dribbling an den Strafraum hinan von Christian Heinrich Kuhn, frei vom Tor, schießt aufs Tor aus 16 Metern Schussentfernung, ziemlich zentrale Position und im letzten Moment reißt der Rico Leuner die Hände hoch und lenkt den Ball nochmal über das Tor hinaus
Es gibt den ersten Eckball für den Dresdner Sportclub. Das war eine richtig schöne Situation. Und alleine mit dieser Hackespitze, eieiei, von André Turbot entstanden. Und dann war mit mal Kuhn mit der Schussmöglichkeit. Ganz zentrale Position von der Strafraumgrenze. Der Kuhn hat jetzt einen weiten Weg, weil wir da hinten keinen Ball Jung, keinen Ball Mädchen haben. Muss er jetzt erstmal die Kugel organisieren. Läuft mit dem Ball auf der Tartanbahn hier. Und alle gucken ihm hinterher. Das ist ein Bild für die Götter gerade. Fans als auch Spieler. So, und jetzt muss der Ball auf die andere Seite auch noch. Hat er eigentlich gedacht, er würde jetzt von der linken Angriffsseite den Eckball reinspielen. Aber nein, dann macht er das von der rechten Seite. Muss er. Weil der Ball eher am rechten Pfosten vorbeigegangen ist. So, jetzt liegt der Ball endlich bereit und der Eckball wird gespielt von Nico Kuhn direkt in den Strafraum auf dem Elfmeterpunkt. Aber dort war dann Markus Schröter mit der Nummer 11 und köpft den Ball erstmal ganz weit raus, dass die Kugel jetzt wieder in der Hälfte vom DSC ist. Markus Zillig, ganz zentrale Position, schießt einen richtig weiten Ball bis an den Elfmeterpunkt heran. In den Strafraum hinein, halt von Rotation, aber der war zu mittig, zu zentral gespielt. Rico und Leuner konnte ihn sofort abfangen, sodass die Rotationer, die Gäste heute hier in Friedrichstadt, über Markus Schröter auch wieder das Spiel neu aufbauen. Dann über Kapitän Norbert Pacht, der zentral ganz links rausspielen wollte, auf Robert Hitz, aber das war ein Tick zu weit, sodass der Ball jetzt ins Seitenaus geht. Und Einwurf also für den Dresdner SC, der heute erst einmal nur Tabellenplatz Nummer 2 festigen kann. Ihr wisst es, ich habe es gesagt. Denn Schachwitz hat aktuell 4 Punkte Vorsprung vor dem DSC. Aber morgen das Spitzenspiel und wenn ich einen persönlichen Tipp abgeben darf, und das will ich, gegen Hellerau Klotsche spielen die ja morgen. Das ist absolute Spitzenspiel, der erste gegen den dritten. Da wünsche ich mir ein Unentschieden, so ein bisschen die Punkte untereinander wegnehmen. Und dann hat der DSC das mehr oder weniger selber noch in der Hand, hier auch das Ganze sinnvoll zu gestalten, saisonmäßig. Also, der Regen setzt ein hier im Hallensteierstadion. Aktuell noch nicht wirklich viel jetzt passiert. Dabei jetzt an der Mittellinie ganz rechts wirft der DSC ein. Das ist auch ein weiter Einwurf, der geht tatsächlich so um die 20 Meter weit. Genau auf den Kopf von einem Rotationer. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Einwurf für den DSC. Jetzt, ja, schon eben diese gut 20, 25 Meter gewonnen. Und Markus Zillig ist da. Chopot hinterher, Rotation hat sich aber die Kugel geholt und spielt wieder in Seiten aus. Ungefähr die gleiche Position wie eben. Aktuell kein Raumgewinn. Wenigstens weiter mit einem Einwurf wieder Ballbesitz für den Dresdner Sportclub. Und auch dort läuft wieder Markus Zillig, der mit seiner Erfahrung natürlich immer ganz wichtig ist und den Einwurf hineinbringt. Aber jetzt schlussendlich gibt es für die Rotation, da ist nichts weiter passiert, auch gar nichts Dramatisches. Der Regen wird stärker. Hier so ein bisschen jetzt in den Mannschaftstunnel, möchte ich fast sagen. Hier Durchgang, der zum Stadion hinführt. Und hoffe, dass die Technik dann auch mitmacht, dass sie mich noch gut versteht heute mit dem Funkmikrofon. Eine große Sorge, die wir vom Webradio haben. Der DSC gewinnt den Ball nach dem Einwurf zurück. Und zwar jetzt über Nico Opitz, der ganz links raus. Christian Heinrich, der versucht sich da durchzusetzen gegen Sven Kujewski. Kujewski heißt er, Entschuldigung. Der hier als Ersatzspieler zwar aufgeschrieben war, aber mitspielt. Einwurf für den DSC, linke Position über Nico Opitz, der wirft zurück auf Rico Niederlein, bis fast an die Mittellinie wieder, aber noch ganz linke Seite. Jetzt macht er einen Flügelwechsel, versucht er zumindest, er sollte ganz rechts rüber gehen, rutscht ihn aber so ein bisschen über den Spann, sodass Rotation den Ball zurückgewinnt, aber auch die machen erstmal nichts normal. Der Seidel, dem da der Ball selber so ein bisschen wieder über den Fuß sprang und der DSC bekommt jetzt von der rechten Seite einen Einwurf, auch schnell ausgeführt jetzt auf, wer ist das? War das Kuhn? Genau, der liegt nochmal zurück auf Opitz. Jetzt Zillig wieder in der eigenen Hälfte, am Mittelkreis noch, legt zentral rüber auf Rico Niederlein. Der macht ein paar Schritte, läuft in die Hälfte, spielt auf Christian Heinrich, aber der Ball war ein bisschen zu steil gespielt. Ganz lieb gespielt, der sollte fast schon bis zur Eckfahne gehen. Und da kam dann selbst unser schneller Christian Heinrich, unser Heino, nicht ran. So, dass es fast von der Eckfahne von Rotation jetzt Einwurf gab. Rotation hat aber in der eigenen Hälfte Schwierigkeiten, köpft dann jetzt den Ball zum eigenen Tor zurück. Das ist okay. Rico Leuner nimmt den Ball auf und zippelt ihn jetzt so ein, zweimal auf den Boden, schlägt dann ab, weit auch bis in die DSC-Hälfte. Das ist fast schon die Hälfte der DSC-Hälfte überwunden und jetzt auch gleiches Spiel auf der anderen Seite. Da köpft nämlich Daniel Fock bei dem Ball zurück zu Viktor Janakiew. Der nimmt den Ball auf, legt ihn dann einfach
wieder zurück zu Fochberg, der auf dem rechten Flügel so ein paar Meter läuft, zentral zurückspielt auf Niederlein. Der läuft nicht wirklich weit, sondern schiebt dann wieder rechts rüber. Der DSC organisiert sich eher zurück als nach vorne aktuell. Spielen auf mit einer Dreierkette da hinten. Zillig ganz zentral jetzt. Niederlein ist auf die rechte Seite rausgegangen. Und wenn ich jetzt noch weiter schaue, dann sind sogar vier, weil Fochberg darf man ja auch nicht übersehen. Der spielt ganz rechte Position. Links außen ist hier der Nico Opitz. Der DSC verliert aber auch den Ball. Dieses Hin- und Hergeschiebe hat er nicht viel gebracht. Die Rotation holt sich die Kugel zurück. Versucht dann an der Mittellinie, auch ein bisschen Raum zu gewinnen. Misslungen. Der DSC mit Einwurf von der rechten Seite. Dort auf Christian Heinrich gespielt. Der muss sich dagegen zwei Rotationen durchsetzen. Legt dann ab. Der nochmal Doppelpass mit Christian Heinrich. Und dann geht er im letzten Moment nochmal ein. So, dass es einen Einwurf gibt für den DSC. Aber das war eine schnelle Situation. Doppelpass. Ganz so ist Fußball. Macht hat. Versucht. 16 bis Lungen, Rotation, versucht ein Konter, aber kommt der Ball wieder nicht an, sodass Niederlein in einer Mittellinie abfängt, spielt auf Opitz, der muss mal zurückspielen. Eng gedeckt wurde von einem Roter. Niederlein nimmt jetzt den Ball, läuft ein paar Meter, linke Seite in die Hälfte von Rotation, dann bleibt Kuhn hängen. Die Kugel sofort nochmal zurück und spielt auf Alexander Preissiger, unser Capitano, der auf der zentralen Position an der Mittellinie jetzt ganz weiten Ball spielt auf Kuhn und der versucht eine Direktabnahme misslungen. Und dann pfeift auch der Schiri da ein bisschen was ab, sodass es jetzt mit einem Freistoß weitergehen wird für die Gäste vom Elbufer. Auch wir sind ja nicht weit von der Elbe entfernt. Wer es nicht weiß, in Dresden ist ein Steierstadion, stand auch schon einige Male ziemlich unter Wasser. Aber von der letzten Flutwelle sind wir hier gut verschont geblieben diesmal. Ist alles gut gegangen. Man hat am Stadion noch viel gemacht. Es wurde eine neue Flutschutzmauer gebaut, das passt natürlich auch auf dem Spiel, wenn so ein Sportgelände da wirklich mal unter Wasser stehen sollte. Spiel ist weitergegangen. Rotation hat ein bisschen Raum gewonnen, ist jetzt in der Hälfte des DSC, aber nur 2-3 Meter vielleicht auf der rechten Seite. Gibt es einen Einwurf und dort legt Marco Schröter den Ball doch nochmal für seinen Kollegen hin, für Gunnar Seidel, der jetzt den Einwurf ausführen wird, aber auch er findet nicht richtig eine Anspielposition. Wirft dann ein bisschen weiter nach vorne einfach und dort setzt sich Dirk Wodner durch, so halbwegs zumindest. Marco Zellig versucht dann, ja, eigentlich ein Dribbling, über den Dribbling den Ball zu erobern und dann springt er hinten leider ins Seiten aus. Gibt also Einwurf für die Rotation, fast an der Eckfahne. Auf der rechten Seite für die Gäste. Wenn das ein weiter Einwurf wird, dann könnte es gefährlich werden. Mal Achtung. Ja, er nimmt Anlauf. 2-3 Meter. Wirft dann bis an den 5-Meter-Raum heran. Und jetzt springt Janakev mit einer Faust, boxt er den Ball. Und dann ist die Kugel tatsächlich im Tor. Weil Janakev den Ball mit der einen Hand nicht richtig geboxt, gefaustet bekam. Hat bekommen hat, nicht weit genug und dann im Nachschuss, ich glaube, gemein zu sehen haben, dass es Norbert Pach war, der Kapitän, der hier das 1-0 für Rotation erzielt in der 12. Spielminute. Also 0-1, so oder so steht es jetzt, 0-1 für die Rotation. Das werden dann die Fernsehbilder wieder ein bisschen besser zeigen, die ja heute auch wieder gemacht werden hier. Unser Fernsehteam ist wieder dabei und bringt das Spiel dann bei YouTube im Internet für euch komplett ansehbar. Also ein überraschendes Tor hier, Rotation führt 1-0 und der DSC hat eigentlich ein bisschen mehr für das Spiel gemacht, hat eher ein klein bisschen Druck gemacht, aber hinten geträumt und Janakiew ist da wirklich nicht konsequent für meinen Geschmack genug zur Sache gegangen. Jetzt gibt es einen Freischuss im Mittelfeld für den DSC. Nur leider 1,5 Meter in der Hälfte von Rotation. Jetzt gut, schmuggeln sie den Ball noch ein bisschen weiter nach vorne. Schiri sagt auch, okay, hier. Und das sind dann schon 10 Meter in der Hälfte von Rotation. Alexander Preissiger hat sich den Ball fast zentral jetzt hingelegt. Wartet noch, dass auch Niederlein mit nach vorne gegangen ist. Der ist kopfballstark, hat er schon aufgezeigt. Jetzt kommt der Ball bis in 5-Meter-Raum hinein. Das war ein Tick zu dicht vor das Tor, sodass es kein Problem war für Rico Leuner, da noch die Kugel abzufangen.
keine Gefahr entstanden. Bleibt also bei der Führung hier der Gäste. Und der Torwart Leuner schlägt dann ab bis in die Hälfte vom DSC, genau auf den Kopf von Philipp Opitz, der dort dann auf der rechten Abwehrseite den Ball ins Aus boxiert. So gibt es Einwurf jetzt für die Rotation. Vielleicht lassen wir es mal 8 Meter in der Hälfte des DSC sein. Ausgeführt, dann bleibt er einmal hängen, spielt jetzt den Ball bis an den Strafraum hinein. Aber da hat Jan Akiev gut aufgepasst und ist dem Ball entgegengegangen, hat ihn abgefangen, schlägt auf dem Weg zum Tor. Jetzt wird er gelegt. Oh, und da kann man dann auch mal über eine rote Karte sogar. Das ist für meinen Geschmack schon in Richtung Notbremse, ehrlich gesagt. Da war er letzter Mann. Wenn man das Auge zudrückt, sagt man, okay, das noch nicht. Es gibt eine gelbe Karte. Und zwar an der Strafraumgrenze ist Schoppert worden. Ein bisschen nach links versetzt. Aber wie gesagt, ein ganz ernster hier vielleicht sogar eine rote geben. Egal, sei es drum, jetzt gibt es einen Freistoß für den Dresdner SC. Und zwar hat sich Alexander linke Seite. Und es gibt eine 4-Mann-Mauer von Rotation. Der Schiri. Zurück. Das ist hier. Schlägt sich daraufhin auch ein bisschen genau hin. Ein bisschen kultig, was man da selber als. Direkt in die Arme im Prinzip von Rico Leuner, sodass der unten rechts in der Ecke kein Problem hat, den Ball abzufangen. Aber ein guter Schuss, sehr platziert, nicht hart, aber sehr platziert. Also vom Tor ab Schlag, besser gesagt, von der Rotation. Wieder direkt auf den Kopf von Rico Niederlein, der in der eigenen Hälfte den Ball nicht wirklich kontrollieren konnte. Geht also jetzt gerade hin und her und her und hin. Jetzt wieder im Mittelkreis der Ball von Rotation gesichert. Auf der rechten Seite ganz, ganz steil gespielt. Das war ein bisschen zu gut gedacht von Stefan Malucha, der steil, ich glaube, den David Kemple bedienen wollte, wenn ich es richtig sehe. Aber das war ein bisschen zu gut gedacht. Klappt nicht, geht ins Tor aus. Abstoß vom Tor von Janakiew. Der legt nur ganz kurz ab auf Zillig, ganz rechts raus jetzt auf Fockbär. Jetzt müsste es mal ein bisschen schneller gehen, Freunde. Also Zillig und Niederlein, jetzt schieben sich wieder die Kugel hin und her. Vorne ist etwas zu wenig Bewegung, müsste ein bisschen mehr gekreuzt werden, meines Erachtens. Zillig wieder, noch immer in der eigenen Hälfte, ganz zentral jetzt am Ball und er weiß nicht wohin. Rico Niederlein jetzt auf die linke Seite. Die Hälfte der Rotation, dann legt der Opitz ab. Heinrich kommt am Ball, macht einen Schlenker und wird dann gelegt, aber Schiri sagt, nö, das machen wir weiter. Da hätte man durchaus oder sogar einen Elfmeter denken können. Was ist jetzt? Jetzt gibt er ein Handzeichen und gibt gar nichts, genau. Es gibt gar nichts. Darüber regt sich auch gerade Boris Lucic auch völlig zu Recht. Pfand, ne? Anhaken mit dabei. Über einen Freischuss mindestens sprechen. Wenn er denn im Sportform war, sogar 11 Meter. Aber lassen wir's. Wir können zwar gespielt sind jetzt 16 Minuten und 1:0 der Rotation. Und es gibt einen Eckball zumindest für den Dresdner SC. Von der diesmal linken Angriffsseite. Nico Kuhn wird sich jetzt den Ball zurechtlegen. Verwirrung, das finde ich gut. Er läuft einmal um den Strafraum herum. Aber von Opitz, jetzt könnte. Aber da hat. Den Kopf von Niederlein, der versucht zu köpfen, dann wieder ein Kopfball. Und der von Philipp Opitz, da war aber schon abgepfiffen, Abseitsposition. Bleibt beim 1:0 für die Rotation. Die hier natürlich in der Abwehr. Damit war zu rechnen, so stark ersatzgeschwächt wie die sind. Aber sie führen. Sie führen hier beim Dresdner SC. Völlig überraschend, immer noch bin ich der Meinung. Jetzt geht es endlich weiter. Torwart Leuner hat jetzt den Ball auf die linke Seite gespielt. Dort wird er sofort attackiert von Heinrich. Auch Chobot ging drauf, sodass der DSC den Fehlpass provozierte. So muss das sein. Niederlein spielt dann nochmal ein paar Meter zurück auf Zillig. Der nimmt Anlauf, nimmt jetzt den Ball, schlägt ihn ganz weit nach vorne bis an den Strafraum ran. Auf Chobot liegt zurück, wollte auf Opitz zurücklegen. Und zwar auf Nico Opitz, aber das hat nicht funktioniert und auch der nächste Ball hier war zu nehmen für Nico Opitz. Geht dann jetzt Seiten aus in der Hälfte von der Rotation. Gibt Einwurf
jetzt von der rechten Angriffsseite der Gäste. Dann holt jetzt auch Marco Schröter einen Ersatzball, wirft ihn zu seinen Kollegen, zu David Kemple. Ah, Heinrich gibt Anweisungen an seinen Kollegen Chobot. Da musst du aufpassen, das musst du so und so machen. Aber es ist wichtig, dass eine Mannschaft miteinander spricht. Weiter geht's. Rotation im Ballbesitz. Naja, kann man das so nennen. Also die stochern da jetzt hinten in der eigenen Hälfte umher, sodass der DSC mit Heinrich an den Ball kommt. Ganz rechte Position jetzt. Und dann sagt der Assi, da war Heinrich zuletzt am Ball. Und es gibt Einwurf für die Rotation. Alles noch in der eigenen Hälfte. Jetzt bis an die Mittellinie rangeworden. Ganz linke Seite an der Außenbahn. Dort gibt es dann einen kleinen Haker. Oder war sogar am Seitenaus? Ja, scheint so. Nee, es geht weiter mit Freistoß. Und den führt aus Zillig. Bis an den Strafraum hinan. Schobot verlängert. Im Hinterkopf jetzt Nico Kuhn. Tor! Tor! Nico Kuhn zum 1:1 in der 20. Spielminute. Der verdiente Ausgleich für unsere. Ein langer Ball von Zillig, dann einmal verlängert von Schobot mit dem Hinterkopf. Wunderbar in den 5-Meter-Raum. Und da musste Kuhn eigentlich nur noch seinen Fuß hinhalten, ehrlich gesagt. Ich möchte fast so weit gehen und sagen, den hätte ich möglicherweise auch selber sogar reingemacht. Aber das muss man dann tatsächlich erstmal. Also 1:1 völlig verdient. 20 Minuten. Ja, und der DSC hat sich also die Kugel auch schon wieder zurückerarbeitet. Und jetzt mit Rico Niederlein, der in der eigenen Hälfte den Ball spazieren läuft, macht einmal die Fußsohle drauf, stoppt ab, legt dann rüber auf Sascha Hofmann, der am Mittelkreis jetzt in der Hälfte der Rotation wieder auf Chobot, der ganz kurz weitergelegt, jetzt Nico Lausguren wieder am Strafraum dran, dreht rüber, spielt den Ball dann auf Philipp Opitz, der in den zum Elfmeterpunkt laufen will. Und das war eine richtig gute Position, wo man dann versuchte, aufs Tor zu schießen. Hat nicht geklappt, der Ball geht in Seiten aus. Jetzt Einwurf für den DSC sofort ausgeführt. Und der DSC noch in der eigenen Hälfte im Mittelkreis. Wieder im Ballbesitz. Nochmal preisiger jetzt. Guckt, wo kann ich hinspielen. Sie machen das sehr koordiniert, sehr konzentriert. Für meinen Geschmack zu langsam, ehrlich gesagt. Aber trotzdem wirkt es so, als wenn eine ganze Menge System dahinter ist. Preisiger bedient sehr steil jetzt den André Schobot. Da kommt er aber nicht dran, weil zuerst geklärt hat David Kemp, ist direkt am Strafraum. Und es geht weiter mit dem Einwurf von der linken Seite von geführt. Legt wieder zurück den Einwurf auf Rico ein. Auf Preisiger, alles schon in der Hälfte der Rotation. Jetzt schöne Spielverlagerung ganz rechts rüber. Der flankt den Ball bis in den Strafraum hinein, sehr nah an das Tor heran. Da gibt es ein Kopfballduell dort. Ein Rotationer bleibt am Boden liegen. Und auch jetzt macht das der Gastspieler Marco Schröter sehr, sehr fein. Schießt nämlich den Chobot an und holt sich damit den Abstoß für die Rotation. Ansonsten hätte es tatsächlich nochmal brenzlig werden können. Also halten wir fest, 1:1 gespielt. Sind jetzt gut 22 Minuten hier im Heinz-Steier-Stadion in Dresden. Ihr hört das DSC Webradio, wir sind ein Fanradio, da stehen wir auch zu, also wir wollen hier gar nicht unbedingt neutral sein, aber fair sind wir, so viel steht fest. Wir sagen auch mal, wenn ein Gegner einen guten Fußball spielt und ein verdientes Tor gemacht hat. Also, die Rotation hat den Abschluss ausgeführt, er hat den Ball jetzt allerdings immer noch in der eigenen Hälfte verloren. André Chobot überlegt, was mache ich dann, macht er mit der Hacke, bedient er jetzt auf der linken Seite. Opitz, der weiter raus auf der linken Seite auf Preisiger, der macht ein Dribbling, will dann nochmal schauen, wo kann ich hinflanken. Und in dem Moment nimmt David mit ihm den Ball ab und holt jetzt, also sorgt jetzt für den nächsten Einwurf für den DSC. So, wenn es so weitergeht, sind alle Ersatzbälle hier bald weg. Der eine ist hier nämlich einen Meter an mir vorbei, in den Tunnel. Ein Spieler der Rotation ist draußen, hat Nasenbluten anscheinend oder am Auge. Der Ball hoch in den Strafraum hinein. Der DSC versucht, kommt aber nicht an den Ball. War wieder André Chobot aktiv. Also, muss ich euch sagen, André Chobot heute mit einer Leistung in den ersten 20 Minuten, wo ich mir die Augen reibe. Viel in Bewegung, sehr überraschende Dinge. Es gelingt eine Menge. Das war vor der Winterpause noch ganz anders. Da hat er mich das ein oder andere Mal maßlos enttäuscht, muss ich wirklich ehrlich sagen. Hat dann aber bei Südwest zum Beispiel wieder beim 6:2 vier Tore geschossen. Und das war natürlich auch der Hammer schlechthin. Ich muss es sagen, ich gönne es ihm.
Aber ich freue mich natürlich auch, wenn er fit ist und auch die Spielfreude wirklich zu sehen ist. Jetzt gibt es einen Freischuss für den DSC. Niederlein, ganz linke Seite. Ich habe nicht genau gesehen, was da los ist, aber es gibt Freistoß, noch nicht so torgefährlich, weil zu weit weg, vielleicht Entfernung über den Daumen, so 30 Meter, sehr weit nach links versetzt. Alexander Preissiger bringt den Ball jetzt hoch in den Strafraum, sehr hoch auf den zweiten Pfosten. Dann kommt Ball von Rico Niederlein und der macht das Tor. Der macht das 2:1 für den Dresdner SC in der 20. Spielminute. Ein hoher Freistoß von Alex Preissiger. Seite hoch auf den zweiten Pfosten und dort ist Rico Niederlein, der hochgestiegen ist, der seine Sprungkraft wieder einmal gezeigt hat. Das hat er ja schon öfters. Also mit dem Kopf dazu geschlagen. Genialer Ball. Verdient jetzt das 2:1 für den Dresdner SC. So kann es weitergehen. Ist zwar kein 3:0, wie ich vermutet hatte. Aber wir sehen hier wenigstens die Tore und das ist das Salz in der Suppe. Die Fans freuen sich. Es geht los. Die Winterpause ist bald vergessen. Und die Rotation hat Schwierigkeiten immer noch in der eigenen Hälfte. Ja, jetzt den Ball mal ruhig hin und her zu schieben bei der DSC. Da stark auf den Mann immer drauf geht, sehr vernünftig. Auch jetzt holen sie sich den Ball zurück. Die waren nicht einmal in der Nähe der Mittellinie. Der DSC holt sich den Ball, spielt jetzt ganz rechts rauf. Da ist Fockberg. Der macht große Schritte. Der versucht jetzt den Ball zu kontrollieren, macht er auch. Dann dauert es 2-3 Mal, macht einen Haken am Rotationer vorbei an Sebastian Schmidt mit der Nummer 5 und holt sich jetzt einen Einwurf heraus. Klasse. Sehr, sehr schön. Schnell gespielt, überraschend gespielt. Und auch diese Spielverlagerung gefällt mir sehr gut vom DSC. Da wird dann gesehen, dass die rechte Seite frei ist und das wird ausgenutzt. Auch jetzt wieder versucht, ich glaube, Heinrich dort in den Strafraum reinzukommen, wird dann gelegt, zumindest sah es von hier so aus, am Spielfeldrand. Aber da ist man sich ja nie so ganz sicher. Heinrich ist ja auch ein Schlitzohr. Aber hier wird also auch kein Elfer gegeben. Es geht weiter mit dem, ganz normal läuft es weiter, das Spiel. Und jetzt sogar Einwurf dort, nachdem sich die Rotation befreit hat, befreien konnte. Vielleicht 20, 15 Meter von der Mittellinie entfernt. Auf der linken Seite gibt es jetzt einen Einwurf für die Rotation. Jetzt ist der Ball mal wieder in unserer Hälfte. Da liegt dort ein Rotationer am Boden. Ich glaube, es ist Dirk Wuttner mit der Nummer 9. Bekommt einen Freistoß genau auf der Mittellinie jetzt. Ganz linke Position. Aber erstmal muss Stefan Malucha jetzt die Kugel holen. Die ist nämlich ganz da hinten auf der alten Holztribüne. Der gesperrten, also nicht darauf gelandet, aber kurz davor. Ja, mal ein großes Stadion hier. Fanden ja früher in diesem schönen Stadion auch Länderspiele sogar statt. Und heute wird es auch oftmals genutzt von den American Footballern oder von Dynamo der zweiten Mannschaft. Jetzt spielt der DSC gegen Rotation. Jetzt bringt die Rotationer einen schönen Ball bis in den Strafraum hinein. Das war ein Versuch von Sven Kujawski, dort einen Kopfballabnehmer zu finden. Hat nicht ganz geklappt. Janakiew schlägt dann den Ball in die Hälfte der Rotation, die aber sofort die Kugel wieder abfängt. Und der DSC aber jetzt mit gemeinsamen Kräften, da waren sie zu dritt, zu viert am Spieler der Rotation dran und nehmen ihm den Ball ab. Jetzt ganz rechte Seite rausgespielt auf Christian Heinrich, der spielt den Rotationer, spielt dann auf André Schoppert, der versucht eine Direktabnahme im 5-Meter-Raum, aber der Ball springt so ein bisschen über den Fuß und es hat nicht ganz funktioniert, sodass die Rotation jetzt auf der rechten Seite sich befreien kann und den Ball aber wirklich nur in unsere Hälfte bringt und wir holen uns die Kugel sofort zurück mit Zillig. Jetzt wieder rechts raus. Jetzt haben wir das Tempo ein bisschen verschärft. So sieht das aus. Alex Preissiger jetzt im Mittelkreis, liegt wieder auf die rechte Seite. Dann nimmt Fockberg wieder Anlauf. Hat viel Platz, den nutzt er auch. Spielt dann den Ball in den Strafraum ein. Sofort der Abnahme. Ich glaube von, war es Heinrich? Und dann geht der Ball hinten am Tor vorbei. Oder war es sogar ein Rotationer, der noch zuletzt dran war? So, dass es einen Eckball gibt. Das sieht so aus. Alle orientieren sich jetzt in Richtung Tor. Dann es gibt also den nächsten Eckball für den Dresdner SC. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich sage es nochmal, wie wir jetzt vor allen Dingen nach den 1:1 dann auch gespielt haben. Das Spiel schnell machen, überraschen die Flügel, den Platz vor allen Dingen nutzen auf der rechten Seite. Fochberg mit großen Schritten. Und der Eckball von der rechten Seite von Nikolaus Kuhn. Ja, Rittner sitzt heute wieder nur auf der Bank, der das eigentlich sonst immer macht. Also, Kuhn bringt den Ball jetzt in den Strafraum hinein, aber ein bisschen zu weit. Er sollte wieder auf zweiten Pfosten gehen. Da war dann aber keiner mehr, sondern ein Rotationer, der dann Alex Preissiger anschießt. Holla, und jetzt kommt der verletzte Gunnar Seidel mit einem Kopfverband zurück. Da hat er einen auf den Kopf gekriegt. Ich habe es nicht genau gesehen, sonst hätte ich es euch genauer formulieren können. Also, die Rotation kämpft hier in der eigenen Hälfte immer noch ein bisschen den Ball in Ruhe zu gewinnen. Dann schießt
Also unglaublich, dann schießt der Rotation den Ball in die Richtung seines Tores. Wer war denn das? Das war die Nummer 11, Marco Schröter. Das hätte, also wirklich... Und jetzt kriegt Alex Preis hier erstmal eine gelbe Karte, nachdem da Action und Tuwabu war. Also, gelbe Karte für Alexander Preissiger. Und ich schaue gerade mal auf meinen schlauen Zettel. Das ist die zweite gelbe Saison. DSC aktuell fairste Mannschaft in der gesamten Liga. Gut, wir haben teilweise zwei Spiele weniger als andere, aber ich glaube, das bleibt bis zum Ende so, wie wir sind. Sehr, sehr fair im Umgang mit anderen Mannschaften. Schöner Ball jetzt von Niederlein in die Hälfte der Rotationer. Da setzt sich Heinrich durch. Dann muss er allerdings auch ziemlich weggerängt von drei Gästespielern. Versucht Heinrich dann wirklich aus, na vielleicht 20, 22 Metern leicht nach links versetzt aufs Tor zu schießen. Hakelt dann noch so ein bisschen mit Robert Pach mit dem Kapitän ein. Trifft ihn, glaube ich, auch beim Schuss. Der liegt jetzt auf dem Boden und hat Schmerzen. Aber Heinrich hatte sich um ihn gekümmert. Sportsmann klopft ihn dann nochmal freundlich hinten auf den Kopf. Es wird weitergehen. Aber da hat er einen abgekriegt, das ist mal Fakt. Nach dem Schuss, da hat er nicht nur den Ball getroffen, der Christian Heinrich, auch den Gegner. Nimmt ihn nochmal ein bisschen im Arm, tut mir leid, sorry. Weiter geht's, der DSC wirft fair und anständig zurück in die Hälfte der Rotation, dass die dann den nächsten Spielzug aufbauen dürfen. Stefan Malupa jetzt in der eigenen Hälfte, aber auch der lässt sich wieder viel zu viel Zeit, spielt dann ganz rechts raus auf Sven Kujawski, der erstmal wieder zurück. Kuhn geht sofort drauf, genauso wie auch Heinrich, sodass dann zurückgespielt wird zum Keeper. Rotation jetzt auf die linke Seite, aber auch dort sofort zwei DSC-Spieler mit Schoppert und Opitz spielen zurück. Die haben wirklich kaum Raumgewinn, jetzt auf der linken Seite, aber da geht dann mit langen Beinen Fockberg wunderbar rein, spielt sofort zentral rüber auf Preissiger. Der jetzt auf die linke Seite, Opitz, da hat er viel Platz, jetzt müsste er auch große Schritte machen, tut er. Es bietet sich auf der linken Seite Preissiger. Opitz machen, nicht ganz gelungen. Da ist der Rotationer dazwischen gegangen, David Schmidt. Jetzt ein langer Ball wieder bis in unsere Hälfte, aber das ist dann auch Niederlein, der schön aufpasst. Und dann bedient Alex Preissiger von ganz zentraler Position aus dem eigenen Mittelkreis Viktor Janjakiew, sodass wir erstmal viel Ruhe ins Spiel bringen. Boris Lucic gibt jetzt hier ganz klar Anweisungen für Nico Kuhn und für Opitz. So, und der Kopfverband vom Spieler hier von Rotation hat sich gelöst. Der ist jetzt wieder an der Seitenlinie, an der Trainerbank, lässt sich nochmal neu ein Pflaster drauf geben. Das geht mit so einem Verband, glaube ich, auch nicht wirklich gut. In der Zwischenzeit hat der DSC viel Platz gewonnen, ist jetzt an der linken Eckfahne, holt sich einen Einwurf raus mit Opitz. Der legt ab auf Sascha Hofmann, wird bedrängt, genau geschubst von hinten. Und zwar von Norbert Pach, dem Kapitän. Das gibt also einen Freistoß für den Dresdner Sportclub, die jetzt hier ganz klar aktuell dominierend sind. Gespielt gleich 32 Minuten hier im Heinz-Steier-Stadion. 2:1 Führung für den Dresdner SC. Und es gibt also Freistoß. Ganz, ganz spitzer Winkel, ganz linke Position jetzt im Prinzip. Vielleicht 2 Meter vom Strafraum entfernt. Alex Preissiger hat sich die Kugel zurechtgelegt. 2-Mann-Mauer. Und das wird wieder mit dem rechten Bein gespielt werden. Der Ball ist freigegeben. Jetzt wird aufs Tor direkt draufgeschossen. Und dann geht er vielleicht einen halben Meter übers Tor. Gar nicht so ungefährlich. Abstoß, Tor der Rotation. Ja, das nächste Spiel übrigens erst wieder dann am 18. März. Da gibt es ausnahmsweise keine Übertragung. Ihr kommt dann bitte schön alle zum Sportgelände Erich-Ambros-Ufer Nummer 74. Da findet ihr einen Kunstrasenplatz und dann ein nettes Spielchen gegen unsere Freunde vom Eisenbahner Sportverein. Also 18. März ab 14 Uhr. Das Spiel ohne diesmal, dass es eine Radioübertragung gibt. Der DSC holt sich den Ball zurück, nachdem Abschlag vom Tor gekommen ist. Und zwar Heinrich legt ganz auf die linke Seite auf Kuhn, der dort im Laufduell mit David Kemple und der macht ein langes Bein und bereinigt erstmal die Situation, dass es jetzt ein Eckball geben wird für den DSC linken Seite. Die nächste Übertragung, das will ich noch vervollständigen, dann erst am 24. März. Das ist der Samstag um 14 Uhr zum
sehr, sehr interessanten Spiel der Sparkassen-Oberliga gegen den VfB. Tja. Sage ich euch nachher nochmal. Eckball also für den Dresdner SC von der linken Seite. Nico Kuhn bringt den Ball auf den ersten Pfosten. Da steht ein Rotation, er köpft den Ball erstmal raus. Gott, jetzt im Duell. Der bleibt hart am Ball. Opitz unterstützt ihn. Sein Bruder. Jetzt Philipp Opitz macht große Schritte, spielt einen schönen auf die linke Seite auf Kuhn. Der macht eine Flanke auf den zweiten Pfosten. Direkt Abnahme mit dem Kopfball von Heinrich. Und dann nochmal, der Torwart hat pariert. Zweimal, jetzt schmeißt er sich auf einen wunderbaren Kopfball nochmal. Wirklich Philipp Opitz gesehen hat. Nico Kuhn gesehen hat. Da ist wieder ein DSC-Spieler. Ich glaube, es war Heinrich frei. Und dann gab es die nächste Chance. 2-1 hier. DSC mittlerweile, glaube ich, angekommen, wie man so schön sagt heute. Braucht aber schon so ein paar Minuten, ne? Wenn ich nochmal zurück überlege. Nach 12 Minuten führt die Station hier 1-0. Jetzt das Bild gewandelt. Einwurf für den DSC ausgeführt und dann ganz fair spielen wir die Kugel über Alex Preissiger nochmal in Seiten aus, sodass die Rotation weitermachen darf, denn die hatten vorher. Also, in der eigenen Hälfte, ganz linke Seite, jetzt Einwurf für die Gäste der Rotation. Und auch dort wieder mit zwei Mann vom DSC draufgegangen, aber das ist ein bisschen mit unfairen Mitteln, sagt zumindest der Schiedsrichter Papsdorf, sodass es jetzt vielleicht 8 Meter, 10 Meter von der Mittellinie auf der linken Seite, ganz, ganz drüben auf der linken Seite, den Freischuss gibt. Zentral rübergespielt auf Norbert Pach, den Kapitän. Er läuft ein paar Meter, spielt dann weiter auf die linke Seite. Jetzt gewinnen sie Raum, spielen dort Opitz aus und holen sich anscheinend, wenn ich das richtig sehe, auch den ersten Eckball heraus. Ball von der linken Seite für die Rotation. Ne, Einwurf gibt's. Einwurf. Gut, sieht man auch von diesem Winkel immer schlecht. Müsst ihr euch vorstellen, ich bin direkt an der Kassenabe hier, kann man fast sagen. Einwurf bis an den Strafraum heran und dann köpft der DSC-Spieler erst einmal raus. Heinrich sofort einen Schlenker gemacht auf Chobot, der an der Mittellinie rübergelegt auf Sascha Hofmann, der macht für meinen Geschmack nicht genug Fahrt, versucht dann den Heinrich zu bedienen, der zentral an den Strafraum rangelaufen war, der Ball kommt nicht an, sondern wird abgeblockt, sodass wir jetzt wenigstens einen Einwurf auf der rechten Seite rausbekommen mit Philipp Opitz. Der wirft sofort ein auf Alexander Preiß hier, ganz zentrale Position, ein paar Meter in der Hälfte der Rotation, bis an den 5-Meter-Raum rangespielt, aber da kommt Kuhn nicht an den Ball, sondern dann Zweikampf dort mit Ball. Hat er sich zurückgeholt, versucht dann Sascha Hofmann zu erreichen. Aber auch dort hat die Rotation jetzt gut aufgepasst. Aber ihr hört schon an der Schilderung, die Rotation kann sich hinten nicht mehr richtig befreien. Wenn vorne kommen, relativ ungenau. Das vom ersten Moment an auch schon. Deswegen war ich überrascht, dass hier 1-0 stand. Aber der DSC hat das in meinen Augen gut unter Kontrolle. Und es geht weiter jetzt mit Einwurf. Schnell ausgeführt. Heinrich bis an die Außenlinie gelaufen. Versucht den Ball flach bis vor Schluss. War beim Aus. Gibt also Abschluss vom Tor der Rotation. So, sofort ausgeführt von Rico Leuner auf die ganz linke Seite. Die Rotation versucht jetzt erst einmal die eigene Hälfte zu verlassen. Auch das ist schon schwierig genug. Jetzt auch auf der rechten Seite Sven Kujawski, der dort Nico Kuhn anschließt. Es geht also weiter mit dem Einwurf. Jetzt aber wieder schon mal 3 Meter in der Hälfte des DSC auf den Kopf von Niederlein geworfen. Der versucht dort einen DSC-Spieler zu erreichen. Und im zweiten Versuch haben wir dann jetzt auch die Kugel Preissig bedient. Ziemlich steil, ziemlich hart. Allerdings auch Christian Heinrich, dem der Ball dann zu weit wegspringt, dass wir jetzt einen Ballverlust haben. Und die Rotation aber macht es auch nicht besser. In der Hälfte des DSC, vielleicht 5 Meter, jetzt ganz linke Seite, holen wir uns die Kugel zurück über Rico Niederlein und der ganz, ganz rechts raus wieder auf Fochbär, Daniel Fochbär. Der läuft ein paar wenige Meter, bekommt dann den Ball vom Preissiger zurück. Jetzt, ihn auf der rechten Seite, Chobot nochmal auf Fochbär, der umspielt dort Aktioner. Hat er die Kugel bedient jetzt oder steil an den Strafraum ranspielen. Oh, da ist hier dabei so ein Fuß.
Heinrich war ziemlich weit weg und auch Kuhn kam dabei weitem nicht an die Kugel. Abstoß, Abschlag vom Tor unserer Gäste und auch jetzt wieder zu Einsatz vom Kapitän Norbert Pach, so das Freistoß gibt für den DSC. Der Regen übrigens wird immer stärker hier. Ich verziehe mich immer weiter so ein bisschen. Ja, ich hoffe, ihr habt das Tonsignal noch da. Und jetzt wird der Ball erstmal organisiert. Viktor Janakiew musste ganz nach also die rechte Seite da laufen. Und Spiel läuft wieder. Mit Preissieger. Es bietet sich hier auf der linken Seite Nico Opitz an. Da haben wir einen Ballverlust. Jetzt läuft der Norbert Pach, der Kapitän, bedient dann ziemlich steil und ziemlich hart, vor allem den Dirk Rudner da. Der war also so in dieser Höhe auch nicht anzunehmen für den Spieler. Und auch Janakiew wirft den Ball so extrem hart ab, dass er Nico Opitz hier auf der linken Seite ins Glitschen kommt und mit höchstem Einsatz nur den Ball zurückerobert. Oder sich überhaupt gewinnt. Zillig, ganz zentral, ganz ruhig mit Rico Niederlein. Das sieht sehr vorne wird sich relativ wenig bewegt auch gerade. Alex Preiss hier noch in der eigenen Hälfte, im zentralen Mittelkreis spielt ganz raus auf Fockberg, der wieder auf Preissiger überhaupt keinen Raum gewinnt aktuell. Wird sehr gut verschoben auch, wie das so schön heißt heute, da sich die ganze Mannschaft aus dem Bereich, wo der Ball ist, dann zur anderen Seite verschieben. Dann jetzt mit einem hohen Ball in den Strafraum hinein, auf den Kopf sogar von Nigel Kuhn, aber das war ungefährlich. Auch kein Druck mehr zustande, weil er war zu hoch für ihn auch. Und Rieder, der Torwart, fängt die Kugel ab. Jetzt hoher Ball dann von Nico Kuhn. Der sollte eigentlich steil gespielt werden, dort entweder auf Opitz oder auf für die Gäste. Meine Güte, Sascha Hofmann, jetzt aus der zweiten Reihe. Ein wird jetzt abgedeckt von zwei Personen, rüber auf Fockberg. Sehr weit rechts vom Flügel jetzt in den Strafraum reingeflankt. Und Mühe war der Ball. Also ist glitschig jetzt durch den Regen geworden. Das merkt man auch, sobald der Ball aufspringt, ist er wesentlich schneller. Und da haben die ein oder anderen Spieler dann auch die Geschwindigkeit, die Fahrt des Balles sofort zu kontrollieren. 40 Minuten jetzt gespielt übrigens. 2-2-1 Führung für den DSC. Der das weitestgehend gut macht. Nicht nur verwaltet, sondern immer mal wieder auch vorne für Druck sorgt. Und auch jetzt schieben wir uns den Ball in der eigenen Hälfte. Vielleicht 3 Meter an der eigenen Mittellinie hin. Das ist für die Fans nicht wirklich attraktiv. Jetzt geht es wieder nach vorne. Linke Seite, Doppelpass mit Niederlein und Schuppert. Gelingt nicht ganz. Rotation dazwischen, aber wieder zu ungenau. Opitz dazwischen. Schuppert muss jetzt einmal 2 Spieler ums Spiel. Das macht er toll. Legt er drüber auf Nico Opitz. Der läuft ein paar Meter bis an die Außenlinie. Versucht den Ball ans Tor ranzuspielen. Da ist aber noch in Rotation. Da Bein dazwischen gegangen. So, sofort mit dem Einwurf auf der linken Seite. Opitz springt hoch. Nimmt dadurch den Ball noch an. Das war und schieß jetzt mal aus rund 20 Metern. Aber den hat er nicht voll erwischt, den Ball. Vielleicht 1,5. 2-1 also weiterhin. Liebe Freunde zu Hause, ist das nicht schön? Endlich wieder die Gesänge und hören. Lange haben wir drauf gewartet. Spielarchiv übrigens, da könnt ihr dann auch alle Spiele, die wir nachhören. Der DSC gewinnt den Ball zurück, nachdem dort ein Rotationer über den Ball geglitscht ist. Jetzt der Ball in den Strafraum, auf den Kopf von Christian Heinrich, der aber ein bisschen zu tief, da bekam er den Ball nicht mehr richtig gedrückt. Ja, im Strafraum stehend, rechte Seite und bringt den Ball aufs Tor, aber zu schwach, so das Rico. Sehe noch jetzt wieder das Zusammenspiel mit Kuhn. Jetzt war gut gemeint von Schubert, da versucht er natürlich steil zu spielen, Heinrich zu bedienen, aber der war noch viel zu weit zentral gelegen und Schubert versuchte links rauszuspielen. So dass jetzt ein Einwurf gibt für die Rotation. Ich bleibe dabei, Schubert gefällt mir heute wesentlich besser als in den letzten Spielen, die ich in der Hinrunde
Platz. Viel Freude, viel Witz, überraschende Szenen dabei. Und das gilt auch für Kur zum Beispiel. Der linken Seite. Jetzt mal auf die rechte Seite, auf der schon in der 30er zu bedienen, allerdings in die Hacken gespielt. Jetzt machen die Rotoren einen schnellen Gegenzug über Norbert Pach, der schon in der Hälfte des DSC ist, wird aber von zwei, drei Spielern sofort attackiert. Dann geht Niederlein dazwischen. Rotation bleibt im Ballbesitz jetzt auf der rechten Seite mit Kujawski. Und dann gibt es einen Zweikampf dort mit Nico Opitz. Und ich glaube, es gibt sogar eine Ermahnung, eine ernsthafte vom Schiri. Mensch, Herr Opitz, Sportfreund, macht das mal nicht nochmal. Freistoß für die Rotation. Boris Lucic ist damit nicht ganz einverstanden, ist Richtung Seitenlinie gegangen und versucht dem Schiri da irgendwie einzureden. Das war doch gar nicht. Der zeigt ihm aber gerade den Rücken und will das wohl auch nicht hören. Seine Entscheidung ist gefällt. Freistoß für den TSV Rotation. Auf ungefährer Höhe des Strafraums rechts, rechte Seite, noch außerhalb auch. Zwei-Mann-Mauer vom DSC gestellt, der kurze Pfosten abgedeckt, das heißt, der Ball geht auf den zweiten Pfosten. Dort ist Preissiger, der sofort mit dem Kopf klärt. Sascha Hofmann kommt und Straucheln, kann den Ball dann nicht klären, kurz rausgeklärt. Und jetzt wieder mit Niederlein. Der klärt so gut, dass Heinrich und Schobert einen Konter fahren können. Allerdings sind sie zu zweit. Heinrich ganz auf die rechte Seite rausgedrückt. Ganz fair. Aber da hätte er zentrale Position sehen halten müssen, dann hätte es klappen können. So ist das. Jetzt versiegt. 1 bleibt es also für den DS. Erste Halbzeit. Sascha Hofmann kommt da wieder ins Rutschenfeld hin. Im zweiten Versuch wieder die. Jetzt in den Strafraum reinzuflanken, sehr schön. Aber ein Tick zu stark. Da kam dann der DSC-Spieler. Ich kann es nicht genau erkennen, wer es war. Ich glaube, war es Daniel Fockberg, der sich da geschmuggelt hatte. Wir fest eine interessante erste Halbzeit mit einem überraschenden Zwischenergebnis von 0-2-1. Jetzt steht 2-1 für klappt. Wir sind überraschend. Sind gut gemacht, auch die Spielverlagerung. Und damit halten wir C. Führt ganz verdient 2-1. Das war der schöne zweite Halbzeit erleben. Das Spiel läuft. Zweite Halbzeit und Rotation jetzt von rechts nach links hier von der Haupttribüne aus gesehen. Im Ballbesitz hat den Anschluss ausgeführt, schlägt den Ball einmal ziemlich weit nach vorne, da aber noch wenig bis gar nicht die Bälle angekommen. Der DSC holt sich jetzt den Kugel gleich mit André Czobot. Dann läuft jetzt auf der linken Seite Opitz, macht großen Raumgewinn dort, aber im zweiten Step bleibt er dann doch hängen an dem Rotationsspieler. Mit den Pach an der Kugel, versucht dort steil zu spielen, liegt lang. Hat nicht funktioniert, sodass Niederlein jetzt erstmal die Kugel entgegennimmt und Zillig bedient jetzt hier Daniel Fockbe auf der rechten Seite. Jetzt spielen sie mal vor meinen Augen hier andersrum, muss ich mir wieder dran gewöhnen erstmal. Auch ich hatte Winterpause, dürft es nicht vergessen. Und der DSC versucht gleich Druck zu machen, das gefällt mir jetzt richtig gut. Jetzt schön gesehen von Preissiger, dass dort, Philipp Opitz gut positioniert am Strafraum stand, rutscht aber weg hier auf diesem wirklich schmierigen Rasen hier, sodass Rotation, die sich jetzt einen Einwurf holt. Und das noch in der eigenen Hälfte an der Mittellinie dran. Ja, dann springt der Ball an den Arm von Gunnar Seidel. Da konnte er wenig machen. Aber Arm war nicht angelegt. Gibt also Freistoß für den DSC. Vielleicht 3 Meter in der Hälfte von der Rotation. Ganz rechte Seite. Alex Preissiger jetzt wieder. Der Standardchef für so etwas. Bis an den Strafraum ran. Dann direkt Abnahme dort. Von Czobot. Hat nicht funktioniert, weit übers Tor gegangen, aber trotzdem Mut gezeigt, Selbstvertrauen. Und da geht dann hinten unsere Doreen jetzt und organisiert jetzt die Kugel für die Herren hier wieder. Das bleibt aber ein Ersatzball, der neue ist schon im Spiel, abgeschlagen von Rico Leuner bis an die Mittellinie ran, die Rotation immer noch in der eigenen Hälfte, dann ein bisschen hin und her gestochert da und dann ein Foul von Nico Kuhn. So, das dort jetzt ein Freistoß für Sebastian Schmidt. Zentrale Position weit in der eigenen Hälfte noch passieren wird. Jetzt endlich der Ball in der Hälfte des DSC auf den Kopf von Dirk. Aber auch wieder zu ungenau, der DSC jetzt im Gegenzug. Könnte jetzt schnell gehen, hat Platz Alexander Preissiger. Auf der linken Seite ist Sascha Hofmann völlig frei. Der bekommt jetzt auch den Ball. Allerdings hat er Schwierigkeiten mit der Ballannahme, sodass er Torwart dann also in den 16er umherläuft und überhaupt kein Problem hat. Rico Leuner dort die Kugel lang auch in Ruhe festzuhalten. War schön gesehen von Preissiger, dass dort
Sascha Hofmann ganz links sprintete und viel Raum hatte. Die Rotation jetzt mit Marco Schröter auf der rechten Abwehrseite, aber auch dort kriegen sie den Ball überhaupt nicht kontrolliert. Der DSC mit mehreren Spielern attackiert und dann versucht sich Preisiger durchzuschmuggeln, aber auch das gelingt jetzt an dieser Stelle zumindest mal gerade nicht, sodass sich die Rotation jetzt in Form von David Schmidt kurz befreien kann. Hat aber auch wieder nicht wirklich lang gedauert. Jetzt gibt es einen schönen langen Ball von André Chobot auf den Kopf von Heinrich. Der Ball geht auch aufs Tor, aber ihr hört es an meiner Schilderung, da war dann doch nicht wirklich viel los. Bleibt also beim 2-1 hier für den DSC, der heute Tabellenplatz Nummer 2 festigen kann. Und dann wollen wir mal die Daumen drücken, dass Schach jetzt morgen nicht ein Dreier einfährt gegen Hellerau Klotzsche, sondern auch mal vielleicht nur unentschieden spielt. Dann liegt es bald selber in unserer Hand. Denn nach Schachwitz müssen wir ja noch in der Rückrunde jetzt. Also Freistoß jetzt für die Rotation. Immer noch in der eigenen Hälfte, linke Seite. Sebastian Schmidt jetzt bis an den Strafraum rangeflankt, aber auch da wieder zu ungenau. Da war dann kein Gastspieler zu sehen. Stattdessen auf der anderen Seite schon wieder der DSC mit Chobot. Bedient dort Christian Heinrich. Der dreht sich einmal um die eine Achse. Das zweite Mal dann nochmal, legt dann zurück auf Alexander Preisiger. Da ganz rechts raus aus Daniel Fackbär. Den Ball wieder mit in den Strafraum hinein und dann nimmt Chobot Anlauf, will den Ball aufs Tor zwirbeln. Schafft er nicht. Kuhn immer noch im Ballbesitz im Strafraum. Schießt drauf, flach geschossen, abgewehrt von Leuner, sodass es jetzt Einwurf gibt. Das war wieder eine schöne, schnelle Situation vom DSC mit mehreren Spielern, die daran beteiligt waren und Dampf und Gas gegeben haben da hinten. Oder besser gesagt da vorne. Einwurf schon ausgeführt und da ist jetzt Kuhn wieder am Ball. Schaut, wo kann ich hinflanken? Bis an den 5-Meter-Raum heran, aber genau auf den Kopf eines Rotationers, der sich erst einmal befreien kann. Und das ist dann wieder Wodner da. Nein, das tut Norbert Pach, der festgehalten wird jetzt. Kapitän Pach wird festgehalten von Opitz. Opitz sorgt, das war ja eher schon taktisches Foul, ne? So heißt das ja heute hier im Fußballsport. Wenn die Gefahr zu groß ist, dass man zu weit aufgerückt war, dann macht man taktisches Foul. Jetzt hier an dieser Stelle gewesen, also Freistoß für die Rotation, aber die sehen auch gerade so aus, als wenn sie damit gar nicht so unglücklich sind. Und Schmidt, ganz rechte Seite, weit in der eigenen Hälfte, führt jetzt endlich den Freekick ausgeführt. Der DSC Ball gewesen und auch jetzt in der eigenen Hälfte holen sie sich die Kugel. Einwurf Philipp Opitz bedient dort rückwärts jetzt Fockbär, der nochmal zurück auf den eigenen Keeper, auf Viktor Janakiew, der eigentlich heute nicht viel zu tun hat. Aber diesen einen Ball, den er hätte wegfausen müssen, das hat nicht richtig funktioniert. Ich habe es euch in der ersten Halbzeit geschildert, sodass wir jetzt zum Glück im 0-1 dann ein 2-1 gemacht haben. Der DSC weiträumig, großes Spiel, jetzt ganz linke Seite mit Niederlein. Bedient dann dort Opitz. Wirklich immer noch sehr aktiv, sehr spielfreudig. Läuft jetzt, spielt jetzt auf der linken Seite Sascha Hofmann an. Der hat viel Raumgewinn. Schlägt zurück auf. Wer ist das? Heinrich oder Kuhn? Der wird gelegt und versucht dann nochmal. Jetzt ist Heinrich einmal. Jetzt schießt er auf Tor. Abgewehrt. Holla. Vom Elfmeterpunkt aus. Christian Heinrich schießt aufs Tor. In den Winkel fast schon. Und da macht sich Rico Leuner da lang und boxt den Ball noch aus dem linken Torweg. Aus Eckball also. Aber da habe ich jetzt schon zuerst mal gezuckt, wie ihr das gemerkt habt, ne? Weil Kuhn eigentlich schon richtig die Möglichkeit hatte, drauf zu schießen, schon hier das Tor zu machen. Dann legt er nochmal zurück oder quer, besser gesagt, auf Heinrich. Und der dreht sich einmal und schießt dann mal in den Winkel rein. Meine Güte, schöne Situation. Eckball also der nächste von der linken Seite für den Dresdner Sportclub 1898, dem Traditionsverein aus Dresden. Und diesen Eckball von der linken Seite führt wieder Nico Kuhn aus. Geht bis auf den Elfmeterpunkt und dann grüßt den Kopfball. Was heißt Elfmeterpunkt bis an den 5-Meter-Raum von André Chobot dann geköpft. Aber neben das Tor bleibt also hier bei der gewohnten Führung von 2-1. So, der Torwart Leuner hat organisiert und ihr kennt das Spiel, das ist halt ein wirklich weiträumiges Gelände hier. Genau, das wollte ich noch erzählen. Es hat sich viel getan hier am Stadion. Zum einen wurde die Zeitmesstechnik hier im Stadion sogar abgebaut. Da gibt es jetzt demnächst einen neuen Container. Der Sprecherturm ist erledigt, das ist Historie. Dann hat man hier, aber das erzähle ich vielleicht gleich, wenn das Spiel wieder ruhig ist.
Christian Heinrich versucht hier nämlich auf der rechten Seite sich durchzusetzen. Gab einen energischen Zweikampf dort mit Sebastian Schmidt. Und der DSC-Spieler holt sich einen Einwurf raus, den Fockbär jetzt ausgeführt hat. Auf Chobot bietet sich Heinrich wieder an, aber wird jetzt erstmal zurückgespielt auf Fockbär, der bis an den 5-Meter-Raum heran. Dann lässt der Torwart den Ball fallen. Meine Fresse nochmal. Und Heinrich sprintet sofort auf die Kugel drauf zu. Da hat jeder gedacht, Mensch, kein Thema, Leuner hat den Ball. Und dann lässt er ihn fallen, sodass der Ball nochmal in Richtung 5-Meter-Raum abspringt. Und Heinrich setzt sofort nach und will attackieren und den Ball reinhauen. Aber da waren sie dann doch nochmal da. Ein Spieler, der dem Torwart dort geholfen hat, und es gibt also den nächsten Eckball für den DSC. Ja, aus solchen Fehlern passieren die dümmsten Tore. Da landet man mitunter durchaus auch mal beim Tor des Monats. Das wäre in diesem Fall sicherlich nicht passiert. Aber eine schöne Chance war es. Also Eckball der nächste, diesmal von der rechten Seite. Und Kuon hat sich die Kugel also auch schon wieder zurechtgelegt. Das heißt Kuon, das ist mal das Fockbär. Nee, ist doch Kuon. Meine Güte, ich habe nämlich nur die 8 gesehen. Also Kuon auf den Kopf genau von Niederlein. Aber diesmal bringt er nicht genug Power und Druck. Dahinter war auch bis zur Strafraumgrenze zurückgespielt. Und dann kam er dann erst recht nicht mehr richtig Druck voll aufs Tor. Jetzt aber Philipp Opitz, der dort auf der linken Seite nachsätzlich die Kugel zurückholen will. Schafft aber nicht. Rotation mit 2-3 Spielern da jetzt vereinten Kräften. Schicken sie jetzt sogar mal den Dirk Wuttner ganz weit vorne in der Spitze auf dem Weg. Aber auch der hat da kaum eine Chance, ehrlich gesagt, weil sofort wieder 3 Rote auf ihn draufgehen. Dann Fehlpass vom DSC, alles noch in der eigenen Hälfte. Aber da kann die Rotation wieder nicht viel draus machen. Und Zillig beseitigt jetzt schlussendlich dann die Situation und schlägt den Ball bis in die Hälfte unserer Gäste. Alles noch zentrale Position. Opitz, Philipp Opitz setzt jetzt nach, verliert allerdings die Kugel. Jetzt haben sie die Möglichkeit, mit Norbert Pach mal ein bisschen mehr zentraler zu spielen. Dann versucht dort Dirk Wodner, was zu machen, fällt dann hin und ich glaube, da hat er einen Freischuss gewartet, den er nicht kriegt, sodass der DSC jetzt wieder einen Gegenzug macht. Fockbär ganz steil gespielt auf Job und da wird ein bisschen abgedrängt und macht trotzdem das Tor! Da! Falsch! André Chobot ganz, ganz steil bedient von Daniel Fockbär. Super Tor gemacht von Chobot. Nachdem er da nämlich den Torwart auf sich zukommen sah, hat er den Ball links flach an ihm vorbei. Ganz flach links neben den Pfosten gesetzt. Und es steht 3:1. Gespielt sind 55 Minuten jetzt. Und ehrlich gesagt, also ich glaube nicht mehr, dass die Rotation hier heute viel reißt. Dafür sind sie einfach nach vorne viel zu ungefährlich. Zu unsicher. Ganz im Gegenteil. Mehr passieren. Und eine Sache kann ich euch jetzt schon berichten. Was passiert? Es gibt eine Einwechslung. Und zwar geht Philipp Opitz vom Feld und reinkommen wird jetzt mit der Nummer 7 Frank Rittner. Schön gespielt, Philipp Opitz mit großem Einsatz. Bekommt auch hier von den Trainer gespannt, von Boris Lucic und auch von Enrico Rinke sofort den Handschlag. Klasse Spiel. Und ich glaube, der macht auch einen ganz zufriedenen Eindruck. Auch Stefan Horn kommt nochmal, unser Ersatzkeeper kommt auf ihn zu und klatscht ihn ab. Also Spiel läuft schon wieder. Die Fans jubeln hier noch und wollen noch 7 sehen. Beim Eishockey würde man sagen, macht sie alle, schießt sie auf. Aber nee, ganz so durchdrehen wollen wir nicht. Ne? Also Rotation jetzt immer noch im Ballbesitz, aber machen jetzt einen Ballverlust an der Mittellinie. Steil gespielt von Rittner, wieder auf Chobot. Der versucht dort den ersten Spieler zweimal zu umspielen, der da auf ihn gegengekommen ist. Das hat er diesmal nicht geschafft. Da war er selber ein bisschen überrascht. Aber ein schönes Päschen von neu eingewechselten Frank Rittner, der auch sofort wieder hart hier drauf geht. Rechts auf dem Flügel, vor meinen Augen fast, kann man sagen, an der Mittellinie jetzt Alex Preissiger, der dort auch Norbert Pach den Ball abnehmen wollte. Dann spielen sie mal steil in die Spitze rein, aber da steht Daniel Fockbär wunderbar, fängt den Ball ab. Alex Preissiger, jetzt auf der linken Seite wieder Frank Rittner, der hätte jetzt viel Platz, da müsste er jetzt weitergehen. Genau, Fockbär kreuzt die Bahn sehr schön, die Linie entlang, rechts rausgelegt, dann versucht er reinzuflanken, das erste Mal völlig misslungen. Fockbär, zweiter Anlauf, Rittner kann ihn jetzt unterstützen, nimmt ihn aber damit einen Gegenspieler in den 5-Meter-Raum reingespielt und Christian Heinrich kommt da nicht ganz an die Kugel ran. Macht jetzt eher so ein bisschen den Eindruck, als wenn er konditionell nicht mehr ganz kann. Aber Christian Heinrich, jetzt wissen wir, ist immer gefährlich. Selbst wenn er mal nicht mehr so schnell anzieht, hat er immer noch genug Geschwindigkeit drauf. Also das ist ja wirklich ein Speedy Gonzales, wie ich ihn sonst selten in der 8. Liga mal sehe. Also der DSC hat sich auch die Kugel tatsächlich schon wieder zurückgeholt. Noch in der eigenen Hälfte. Fans sind zufrieden. Ihr hört auf der Tribüne ordentlich was los. Werden schon Gesänge gemacht jetzt, die DSC-Fans. Feiern hier heute den nächsten Dreier. So wollen wir es mal hoffen. 3:1 der Zwischenstand. Nach jetzt 57 gespielten Minuten hier im Heinz-Steyer-Stadion zu Dresden-Friedrichstadt. Und der DC hat den Ball jetzt viel und oft hin und her gespielt, noch in der eigenen Hälfte. Eine
Mittellinie, macht dann einen langen Ball auf dem linken Flügel ganz nach vorne bis an die Eckfahne ran auf Opitz. Aber das hat nicht funktioniert, er geht zu weit ins Aus, sodass das jetzt einen Abstoß vom Tor geben wird. Und auch die nächste Einwechslung, wenn ich das so sehe hier. Nächste Einwechslung beim DSC. Genau, alle zufrieden mit der Nummer 19, ne? Genau. Also, Julius Wetzel wird gleich reinkommen. Das hat hier der Enrico auch gerade nochmal bestätigt, der Mannschaftsführer, Mannschaftsleiter vom DSC. Und Rittner holt sich die Kugel, nachdem dort der Ball in die Hälfte des DSC geschlagen wurde. Dreht sich um die eigene Achse, hätte ich fast gesagt, lässt zwei, drei Spieler gegen sich auflaufen und spielt sie. Und dann jetzt dummerweise eine Abseitsposition, nachdem er da durchgestochert irgendwie kam. Und dann der Ball allerdings in Richtung eines DSC-Spielers kam, wertete das der Assi hier als Abseitsposition und die Rotation versucht jetzt mal einen Gegenzug mit Robert Hitz auf der linken Seite. Da lässt er Frank Rittner aussteigen, dann der Ball in den Strafraum reingespielt, aber das war dann kein großes Problem für Viktor Janek hier von seinem schönen, guten Torwart, den wir haben hier auch schon ganz schnell wieder abgeworfen. Den Fans verschlägt die Sprache. Aber der DSC im Ballbesitz. Mit Fogbär, der jetzt zentral spielt. Ganz auf die linke Seite raus auf Opitz. Das hat er auch gut gesehen. Hält den Ball an. Lässt den Gegenspieler aussteigen. In diesem Fall Marco Schröter. Und verliert dann doch am Ende den Ball, weil er da, glaube ich, ein bisschen ins Rutschen gekommen ist. Geht also. Da liegt noch ein bisschen. Tut weh anscheinend. Nico Opitz. Da kommt der Schiri dann auch. Holger Papsdorf. Und schaut sich mal an. Ne? Sportkamerad, alles klar. Aber das scheint so der Fall zu sein. Es geht weiter. So, ich hatte vorhin während meiner schönen Erzählung, dass die Jugend doch relativ erfolgreich spielt beim DSC, noch zwei Sachen nicht erwähnen können, weil keine Zeit mehr dazu war. Das will ich jetzt aber nachholen, denn morgen tritt der Tabellenletzte in der Kreisliga B an. Das ist der DSC mit seiner zweiten Mannschaft und da spielen wir gegen den ESV Dresden. Zweite Mannschaft ab 10.30 Uhr. Das Anpfiff. Kommt auch bitte zum Platz Nummer 11 im Ostragehege hier in Friedrichstadt. Und auch unsere Frauen treten morgen wieder an, aber dazu gleich mehr. Jetzt erstmal ein langer Ball wieder auf Christian Heinrich, der auf der linken Seite läuft und das Laufduell dann halbwegs für sich entscheidet. Gibt einen Eckball, den der Heinrich rausholt. Lass mich meinen Gedanken zu Ende bringen. Die Frauen spielen morgen also auch. Und zwar bei der Post SV Dresden. Die sind Tabellenzweiter. Unsere Spielgemeinschaft aus DSC und Motor Drachenberge sind aktuell Tabellenvierter. Also Spiel dann morgen Anpfiff um 15 Uhr bei der Post. Das Hinspiel war 3:3. Also ich glaube, da erwartet uns schon noch eine ganze Menge. Auch bei der zweiten Mannschaft. Die haben ja zuletzt 3:2 gewonnen. Gegen Meißen, glaube ich, zu Hause gewonnen. Dass es so interessant werden könnte. Der Eckball ausgeführt, jetzt bis ans Tor ran. Und dann kommt der Ball aufs Tor und Tor! Na, jetzt wollte ich sagen, der Schuss aus dem Hinterhalt von, ich glaube, Rico Niederlein wird auf der Linie geklärt. Und Einwurf jetzt schnell wieder ausgeführt. Der DSC macht gleich weiter. Die wollten jetzt eigentlich einwechseln hier. Der Wetzel, der steht schon bereit. Aber Kuhn schießt nochmal in Richtung Tor. Noch einmal abgewehrt und die Rotation macht nochmal einen Gegentor. Na, wollte ich sagen, aber Rittner holt sich schon wieder die Kugel. Schön auf Tor aufgespielt und Kuhn versucht dort eine Direktabnahme im 5-Meter-Raum. Meine Güte. Also das 3:1 ist wirklich mehr als verdient. Und jetzt gibt es die Einwechslung beim DSC, aber auch bei der Rotation. Lass mich schauen. Mit der Nummer 17 Michael Göttner kommt herein. So ist es. Und Sascha Hofmann verlässt beim Dresdner SC das Spielfeld. Sascha Hofmann mit, ich finde auch, Aufwärtstendenz hat wieder gut gespielt. Für ihn kommt rein mit der Nummer 19 Julius Wetzel. Genau, Julius Wetzel, Premiere in der A-Mannschaft. Und das ist ja auch eine fantastische Sache, auf die wir Fans uns alle freuen. Die Jugend beim DSC gewinnt immer mehr an Fahrt. Unsere erste Jugendmannschaft, die A-Jugend, spielt immer eine gute Rolle. Da kommen schon viele nach in der B- und in der C-Jugend und viele rücken jetzt auch auf in die erste Herrenmannschaft. Rotation hat vom Tor abgestoßen, aber der Ball schon wieder in Richtung ihres Tores. Da setzt jetzt Christian Heinrich wunderbar nach. Trotzdem können sie sich kurz befreien. Und dann wird Rittner böse gelegt, nachdem da der Ball frei lag. Er den Ball bekam, nach vorne laufen wollte und dann wird er gefoult. Und zwar recht hart von Sebastian Schmidt. Die gelbe Karte bekommen. Das war
nicht so schön mit anzusehen. Also Freistoß und gelbe Karte jetzt. Von der Außenlinie maximal entfernt hier. Preissiger steht schon bereit. Auf ungefährer Höhe, Strafraumgrenze, also weit noch vom Tor weg. Jetzt haben wir hier den Pipi Langstrumpf-Chor wieder. Die Fans sind zufrieden. Ich auch. Ein gutes Spiel des DSC. Schauen wir mal, dass wir jetzt das 4-1 vielleicht noch zu sehen bekommen. Preissiger steht bereit, eine Zwei-Mann-Mauer. Mit dem rechten Bein schießt er jetzt den Ball in Richtung des Tores. Und zwar auf den zweiten Pfosten. Und dann kommt dann Opitz angeflogen, aber kriegt den Ball nicht richtig kontrolliert. Sodass die Rotation sich kurz befreien kann. Kuon setzt nochmal nach und bekommt dort aber nicht die Kugel. Sondern die Rotationer befreien sich einfach nur mit dem Ball, der rausgeschlagen wird. Einwurf für den DSC. Daniel Fockbach schon wieder. Macht ein richtig gutes Spiel heute. Viel hin und her touchierend hier, möchte ich fast sagen. Aber meistens auf der rechten Seite zu finden. Und die Rotation wird zurückgepfiffen hier. Gibt Freistoß für den DSC. Aha. Freistoß ausgeführt, ganz steil jetzt bis an die Torauslinie gespielt und Preissiger lässt laufen, damit es einen Eckball gibt. Es wurde hier gesagt, welcher kleine Knirps hier immer mit dem Fahrrad hin und her fährt. Witzig. Der kleine Mann, der dreht hier aber auch eiser seine Runden auf der Tatanbahn und die Fans jubeln ihm schon zu. Ja, das neue Maskottchen des DSC vielleicht. Mal gucken. Also Eckball für den Dresden SC wird jetzt organisiert. Von der rechten Seite wird jetzt Frank Rittner den ausführen. Da gab es also den ersten Wechsel. Nico Kuhn macht es nicht mehr, sondern Frank Rittner jetzt aktuell. Ist ja eigentlich auch unser Standard-Spezi. Hebt noch den Arm, gibt damit seinen Mitspielern ein Zeichen. Spielt allerdings flach auf den ersten Pfosten. Das war nicht so richtig gelungen. Schobert holt sich den Ball zurück, dass Rittner nochmal flanken kann. Und dann wieder auf den ersten Pfosten flach gespielt. Das war die gleiche Situation nochmal. 1:1 kopiert, sodass Rotation sich echt endgültig befreien kann. Bis an die Mittellinie rangespielt. Fochberg springt der Ball ein bisschen vom Fuß. Da wollte er eigentlich Rittner wieder bedienen, der schon zurückgeeilt war. Aber Rotation immer noch im Ballbesitz da mit vereinten Kräften. Und jetzt David Schmidt macht einen Flügelwechsel, ganz rechts auf die andere Seite gespielt, aber das setzt dann auch wieder Preissiger sofort nach und Kuhn geht auch schon wieder drauf, dass die Rotation unter Druck gesetzt wird und sich gar nicht richtig entfalten kann. Jetzt gibt es einen Foul von Rico Niederlein, das müsste man vielleicht auch nochmal überdenken. Ja, gibt auf jeden Fall einen Freistoß und er zückt auch schon an der Brusttasche umher, der Schiri. Gelbe Karte für Rico Niederlein. Ich will euch kurz wissen lassen, dass Rico Niederlein seine vierte gelbe Karte gesehen hat in dieser Saison. Also Freistoß für Station ganz rechts, vielleicht 15, 20 Meter in der Hälfte des Dresdner SC. Freistoß, keine Mauer gestellt bis in den Strafraum hinein und dann verpassen dort ein, zwei Spieler, zuletzt Gunnar Seidel, sodass jetzt der Fockbär das ganz cool macht, dort den Rotationer aussteigen lässt. Die Linie entlang spielt, Preissiger, jetzt zentrale Position. Und auch jetzt das erste Mal Julius Wetzel so richtig am Ball. Macht einen Seitenwechsel und Abseitsposition. Naja, gut, das sagt der Assi hier. Der Schiri hat es jetzt erst gesehen. Nachdem der Ball dann wirklich ganz auf den linken Flügel gespielt wurde. Und das sollte Abseits sein. Ah, tun sich alle ein bisschen schwer mit, ehrlich gesagt, hier. Auch gut, aber da hat vielleicht wirklich der Assi die etwas bessere Position. Und auch da kann ich immer wieder nur verweisen an das Fan-TV, ne? Über den YouTube-Kanal von uns, da könnt ihr wirklich die ganzen Spiele nachprüfen und auch das noch einmal checken. Aber jetzt wieder Christian Heinrich schon wieder ganz vorne, steil bedient jetzt von André Chobot, aber diesmal kam der Ball nicht an. So, also langsam wissen dann die Rotation auch, dass der Heinrich da die Wege schnell enteilt. Ganz im Gegenteil, jetzt Rotation jetzt auf der rechten Seite mit Norbert Pach. Der setzt sich... Nein. Oder? Mal für Opitz, wenn ich das richtig sehe. Ne, es gibt noch keine gelbe. Hat er Glück gehabt. Hat er ihn festgehalten und einen Trikottest. Also Freistoß auf jeden Fall für die. Diesmal auf der ganz, ganz, ganz. Vielleicht vorne entfernt sein, also recht nah schon. Ziemlich.
stellt. Der Freistoß wird abgelenkt. Dann kommt da Janakiew auch nicht so richtig ran. Von der linken Seite jetzt noch einmal der Ball an das Tor gespielt. Sogar auf die Latte drauf. Von Michael Köttner war der Ball geschlagen. Mit der Nummer 17, auch noch im Spiel. Also das war mal ein überraschender Ball an die Latte. Bleibt beim 3-1, der DSC schon wieder mit dem Gegentor, aber auch der ist schon wieder zu steil gespielt. Da kam Heinrich natürlich nicht mehr richtig dran. Aber der Rotationer hat im letzten Moment nochmal gerettet. Es gibt Einwurf für den DSC und die nächste Ein- bzw. Auswechslung. Wenn mein Zettel das richtig hergibt, dann kommt jetzt Olaf Seratzky herein. Olaf Seratzky, auch ein Jugendspieler vom DSC, der in einem Testspiel das erste Mal mit in der ersten Herrenmannschaft gespielt hat vor kurzem, leichtes eine Tor gemacht hat. Haben wir uns auch sehr darüber gefreut. Ich glaube, das war gegen die Schweizer, wenn ich mich richtig erinnere. So, und wer kommt da rausgelaufen? Das ist Nikolaus Kuhn. Olaf Seratzky kommt also für ihn herein. Ich schaue nochmal auf die Uhr. 23,5 Minuten in der zweiten Halbzeit sind jetzt gespielt. 3:1 der Zwischenstand. Und auch mit Nico Kuhn ist das Trainergespann sehr zufrieden. Ich auch, ehrlich gesagt, die Fans applaudieren auch. Ihr hört es hoffentlich über die Außenatmosphäre, Mikrofone. Einwurf ausgeführt, der DSC im Ballbesitz. Ganz linke Seite, jetzt kommt der Ball bis ans Tor angespielt, besser gesagt, hinters Tor. Das wäre auch ein bisschen zu viel des Guten und Boris Lucic geht sich maßlos darüber auf, über das Verschenken einer solchen Chance jetzt. Da war viel mehr drin, da muss man dann noch mehr draus machen. Ist tatsächlich so. Naja gut, bei dem Wetter kann einer Ball mal über den Fuß springen. Ist halt nass heute, jetzt hat es endlich aufgehört ein bisschen hier. Ist etwas etwas trockener geworden, also der Regen aktuell nicht mehr aktiv und die Rotation hat wie immer das gleiche Problem, die können sich hinten nicht raus befreien. Jetzt ist Schobot schon wieder am Ball, allerdings werden auch unsere Jungs jetzt ein bisschen härter attackiert und Fockberg spielt dann zurück auf Janakiew, der aber ganz, ganz cool und ganz entspannt. Ja. Enrico Rinke, der Mannschaftsleiter vom DSC, ist gerade noch mal ganz kurz bei mir. Du bist auch stolz darauf. Jugendspieler ohne Ende beim DSC, ne? Boah. Keine Angst vor dem Mikro, das beißt nicht. Aber das ist wirklich eine ganz außergewöhnliche Situation, das finde ich auch. Drei Jugendspieler, drei A-Jugendliche jetzt in der ersten Herrenmannschaft in der Stadtoberliga in Dresden. Also die Jugendarbeit beim Dresdner SC, die stimmt und man kann zu Recht wirklich sehr drauf stolz drauf sein. Und ich bin mal gespannt, was hier in den nächsten Jahren noch passieren wird. Deswegen werdet ihr ab sofort auch von mir, vom Map Radio, immer die Ergebnisse der Jugend mitbekommen. Freistoßsituation jetzt für den Dresdner Sportclub. Und das Ganze noch weit weg vom Tor, so über den Daumen. Na, ich tippe mal 25 Meter. Leicht nach links versetzt. Fast zentrale Position. Alex Preissiger steht bereit. Wir haben eine Zwei-Mann-Mauer dort, die Rotation gestellt hat. Der Ball hat jetzt aufs Tor geschossen und dann geht da noch ein Spieler dazwischen und er geht übers Tor, sodass es einen Eckball gibt für den Dresdner SC. Ja, und unser kleiner Rennradfahrer da hat auch einen Ball schon in Gange. Jetzt hat er das Rad weggestellt. Schön. Ja, seht ihr, die Frauen dürfen auch mitmachen hier bei den ersten Herren. Die Doreen von hinten, jetzt hinter dem Gästetor nämlich gerade steht, ein paar schöne Fotos für euch macht. Die bedient jetzt erstmal Frank Rittner, der jetzt den Eckball dann von der rechten Seite ausführen wird. Hebt wieder seinen Arm, dann kommt der Ball in den 5-Meter-Raum, direkt am Arm von Markus Sillig. Klasse Aktion, Volley abgenommen, der Ball nochmal von Rittner an den 5-Meter-Raum herangespielt, aber wieder zu flach, was er sich dabei denkt, das wird nur er wissen. Jetzt endlich mal ein hoher Ball, der auf Chobot kommt, der versucht mit dem Kopf aufs Tor zu zielen. Aber nicht ganz gelungen. Rotation kann sich jetzt endlich aus der Umklammerung befreien. Noch in der eigenen Hälfte am Mittelkreis und wird dann gelegt. Das war ein läppisches Foul. Aber zu Recht, muss man sagen, abgepfiffen. Julius Wetzel hat dort, wenn ich es richtig gesehen habe, am Mittelkreis Sebastian Schmidt gelegt. So, und jetzt hört ihr es vielleicht auch zu Hause an den heimischen Empfangsgeräten. Die Fans singen Boris Lucic hier ein Ständchen. Der hatte nämlich jetzt die Tage Geburtstag. deswegen auch von mir ja in der Halbzeitpause. Ich habe es kurz vor Beginn der zweiten Halbzeit ja gehört. Alles schön gefeiert, ob er sich hochleben lassen hat und so weiter.
Spiel läuft jetzt wieder weiter. Die Rotation tatsächlich fast an unserem Strafraum ran. Und Dirk Wuttner nimmt auch mal Maß, bleibt aber sofort wieder in der vielbeinigen DSC-Abwehr hängen. Jetzt gibt es einen Konter im eigenen Stadion. Da sind wir ziemlich schnell jetzt. Chobot legt doch nochmal ab auf Christian Heinicke. Und da kommt der Torwart raus. Rico Leuner bis fast rechts am Strafraum. Draußen schon. Hat aber das Laufduell dort gewonnen gegen Heinrich. Und das will was heißen. Ja, da schlägt der Torwart ab auf den Gunnar Seidel, der ja hier immer noch mit Kopfverband rumläuft. Also es hat schwer einen abgekriegt in der ersten Halbzeit. Und das konnte nicht richtig gelingen. Rotation verliert den Ball, holt ihn sich dann aber jetzt zurück. Jetzt eine faste Kerze, die geschlagen wird hier. Der DSC schon wieder im Ballbesitz. Mit Alex Preis hier ganz rechte Seite. Schaut, Mensch, wo kann ich hinspielen? Und dann macht er das Gold richtig und spielt es erstmal zurück auf Markus Zillich in die eigene Hälfte. Und jetzt wieder das ruhige Bild mit Rico Niederlein. Markus Zillich ganz rechts jetzt. Na, dachte ich zumindest, Daniel Fockberg. Nee, das Spiel zwischen Zillich und Niederlein geht jetzt ein bisschen weiter, ein bisschen hin und her. Achtung, lass mich raten, genau, wieder Zillich im Ball. Das ist klasse. Nochmal Niederlein. Das sind so die Situationen, die ein Radioreporter liebt, wo man nicht richtig was sagen kann, weil es wirklich hin und her geht. Und dann nimmt aber Rico Niederlein mal einen Anlauf jetzt. Meine Fresse. Da läuft er die linke Außenbahn entlang. Und dann wird er gelegt aus vollem Sprint heraus. Liegt auch immer noch oder kniet jetzt so ein bisschen. Jetzt erst rabbelt er sich wieder hoch. Ah, da ist er wirklich umgesetzt worden. So sah das von mir aus. Gut, ich bin jetzt, lass mich nicht lügen, ich bin jetzt vielleicht 80, 90 Meter hier vom Ball entfernt natürlich. Ne? Freistoß auf jeden Fall. Nö, nicht. Es gibt einen Einwurf für den DSC. Einwurf. Das hat der Schiri nicht als faul, würde ich empfunden jetzt. Einwurf ausgeführt und dann gibt es einen Rempler da. Meine Fresse. Jetzt legen sie aber los hier. Rotation kann sich jetzt befreien. Erstmal wieder ein bisschen raus aus dem Strafraum. Wir werden aber sofort attackiert. Da gehen zwei, drei DSC-Spieler drauf. Attackieren. Auch jetzt wieder. Frank Rittner energisch. Da bringt er seinen Körper dazwischen und provoziert, dass Michael Göttner den Ball verliert. Einwurf für den DSC. Ausgeführt. Ganz rechts jetzt raus, fast an der Eckfahne. Christian Heinrich und der macht's geschickt. Der lässt. Bleibt einfach stehen, lässt den Ball liegen. Und der Rotationer, in dem Fall die Nummer 16, David Kemple, schießt dann den Ball zum Eckball raus. Eckball also von der rechten Seite. Machen die Jungs vom DSC wirklich klasse. Super schönes Spiel. Und das eben war Beweis dafür, wie überlegen man durchaus hier heute ist. Also der nächste Eckball von der rechten Seite. Kurz mal der Uhrenvergleich. 30. Minute in der zweiten Halbzeit läuft. Eckball von rechts von Frank Rittner. Diesmal schön auf den zweiten Pfosten. Jetzt nimmt er Maß und macht das Tor! Nico Opitz zum 4:2 für den Dresdner SC. Nico Opitz nach Eckball, Frank Rittner. Nico Opitz. Ja. Also, da kommen die Spieler hier nochmal zurück. Da ist nämlich gerade der Philipp hier vorbeigekommen. Und der Nico Kuhn an mir vorbei. Die wollten jetzt eigentlich zum Duschen gehen. Und Frank Mensch, wer hat's gemacht? Und deswegen habe ich es gerade nochmal wiederholt. Also, in der, was ist das, 75. Spielminute. 4:1. Also, ich muss euch aber auch ehrlich sagen, ohne jetzt wirklich überheblich wirken zu wollen, das ist ein Ergebnis, das völlig in Ordnung geht. Schon wieder geht der Ball in Richtung Rotationstor. Jetzt DSC auf der linken Seite, da bedient jetzt der Wetzel den Preisiger. Der bringt die Ball in 5-4-3. Tor für den DSC! Von der linken Seite die Flanke in den 5-Meter-Raum. Und da klingelt es. So, 5:1 für den Dresdner SC. Olaf, okay. Ich habe es nämlich nicht richtig gesehen. Olaf Siratski, genau. Der Kleine macht's mit dem Kopf. Aber wie? 5:1 in der 31. Minute der zweiten Spielhälfte. 76. Also insgesamt. Olaf Siratski. Sehr, sehr geil, wenn ich das mal so sagen darf. Also, Siratski. Ja, Roy Helbig, unser Stadionsprecher, genießt das jetzt auch nochmal. Jetzt ist der DSC schon wieder auf der linken Seite und da wird aber ein bisschen zu steil gespielt. Ah, schade. Da hat es dann der Olaf jetzt wirklich ein bisschen gemeint, als er nochmal links rausgespielt hat.
64 Zuschauer, das entspricht ja ungefähr dem, was wir aktuell auch als Schnitt haben. Der DSC hat die meistbesuchten Heimspiele in der gesamten Sparkassen-Oberliga mit einem ungefähren Schnitt von gut 160, 166. Und heute, wie gesagt, bestätigt das Ganze das auch nochmal. Jetzt der Ball in Richtung DSC-Tor. Kein Thema. Hier Viktor Janaker fängt ihn ab, schlägt sofort ab in die Hälfte der Rotation. Der DSC holt sich auch die Kugel jetzt mit Frank Rittner, der nochmal tatsächlich Schwung in die zweite Halbzeit reingebracht hat. Flügelwechsel ganz links raus auf Olaf Sieradzki. Aber der läuft da und hat Mühe, den Ball noch vor der Auslinie zu bekommen. Das hat er geschafft. Legt jetzt zurück auf Alex Preissiger. Ein bisschen weiter wieder von der Eckfahne entfernt. Ganz, ganz linke Seite. Dann versucht er jetzt den Spieler auszutricksen. Das hat er nicht geschafft. Bleibt hängen. Einwurf. Den Sportclub. Die Fans sind sehr zufrieden. Man jubelt, man singt. Bin sehr gespannt, ob die Atmo dann auch so rüberkommt. Stimmung heute sehr gut, auch bei diesem scheiß Fußballwetter hier. Obwohl es ist angenehm, es ist nicht zu kühl. Und wie gesagt, wenn der Regen jetzt aufgehört hat, ist ja auch gut. Rotation hat sich die Kugel erobert, schießt dann da hinten jetzt einen DSC-Spieler an. Ich glaube, das war Heinrich. So, dass es jetzt mit einem Einwurf da weitergehen wird. Führt der DSC und zeitigen Führung, die Rotation überraschend damals sei ich schon, also vorhin. Bitte, man sieht es einfach, die sind wirklich ersatzgeschwächt und haben hier nicht ihr volles. Zu null ging das auch. Der DSC einem Sieg etwas näher war. Es waren 59 Zuschauer dabei, offiziell zumindest. So, jetzt kommt der Ball auf unser Tor, aber auch nicht wirklich gefährlich. Ich glaube, das war ein Schuss von Dirk Wuttner, der einmal auftippt. Und Janakiew geht in die Knie und fängt ihn ab. Kein Thema. Ich glaube, das waren aber wirklich nur die Roter. Ungefähr 100 hatte der DSC, glaube ich, schon mitgebracht zur letzten Situation. Das fand ich sehr komisch. Heute sieht es anders aus. Heute doch. Also 160, 170 Zuschauer haben wir ja schon. Und die Rotation jetzt, dann legen sie mal einen zweiten Gang ein. Der DSC lässt sich ein bisschen weiter zurückfallen. Rotation jetzt an unserem Strafraum ran auf der linken Seite. Und dann Sven Kujawski zentral. Gelungen. In die Rotation liegt dann zurück auf Frank Rittner, der schiebt den Ball rechts raus, da wo jetzt Christian Heinrich wartet. Jetzt wieder, jetzt muss man sich erstmal an die neuen Gesichter gewöhnen. Der DSC wirklich mit einem ganz, ganz neuen Gesicht jetzt. Bitte dort wieder ein Spieler gelegt, so dass wir einen Freistoß bekommen. Und auch jetzt war das wieder Julius Wetzel. Ein gutes Spiel schon jetzt macht, kann ich sagen, einsatzbereit, Bereitschaft zeigt. Hin und her läuft, gute Ideen hat. So stellen wir uns das vor. Also Freistoß und jetzt stehen unsere beiden Experten da, Preissiger und Rittner. Preissiger läuft über den Ball, dann mit dem rechten Fuß Rittner, der allerdings gibt nur eine Rotation am Kopf, dass der Ball geht. Einwurf für den DSC. Und zwar ungefähr so, naja, lassen wir es mal 10 Meter von der Eckfahne rechts hier entfernt. Einwurf ausgeführt bis in den Strafraum rein, dann dreht sich Christian Heinrich, wird gehalten am Trikot und der Schiri sagt gar nichts, sagt gar nichts. Da Assi winkt nur einmal Ballbäum aus. Also zu spielen noch gut 10 Minuten jetzt. 5:1 Führung für den Dresdner SC hier im Heinz-Steyer-Stadion. Genau, ich wollte noch eine Sache zu Ende bringen. Hier hat sich viel getan. Ne, die von der Flutschutzmauer, wie ich euch erzählt, die in den letzten Jahren hier entstanden ist. Dann auch vom Sprecher vom Zeitmessturm, der abgebaut wurde, wird jetzt ein Container. Und zu guter Letzt wurde hier an der Stadionfassade außen das Haar vom Heinz-Steyer-Stadion abgebaut. Von einem Bekloppten, wenn ich das mal so sagen darf. Denn das gehört sich mir wirklich nicht. Das Haar ist jetzt nach einigen Wochen wieder da, ist neu angefertigt worden. Und so ein Spaß kostet dann mal eben auch 350 Euro. Der Piero ist ab.
Del Piero hat genug mit dem 5:1. So, Abschluss endlich ausgeführt. Weiter geht's. Die Rotation immer noch in der eigenen Hälfte. Und dann geht da der Siratzky auf den Mann drauf. Fällt dann hin, weil es so rutschig ist. Und der DSC holt sich aber durch die Attacke tatsächlich die Kugel jetzt knapp in der Hälfte der Rotation. Fockbär auf der rechten Seite. Jetzt bietet sich wieder Rittner an. Dann legt Fockbär aber doch lieber zentral zurück auf Preissiger. Das schiebt nochmal ganz nach hinten an die Mittellinie ran auf Niederlein. Und wir bauen mehr oder weniger neu auf. Also, hier passiert nicht mehr viel. Ich tippe noch ein Tor für den DSC. Und jetzt hat Preissiger den Fockbär bedienen wollen. Das hat aber auch nicht wirklich geklappt. Da muss er sprinten, den Ball noch zu kriegen. Und dann schiebt er ihn erstmal zurück, hinten auf unseren Torwart. Es wird jeder Ballkontakt hier von den Fans gefeiert. So weit sind wir schon. Jetzt Zillig am Ball. Macht einen langen Ball jetzt ganz nach vorne auf den Kopf von André Czobot. Kriegt ihn nicht ganz unter Kontrolle. Ganz im Gegenteil. Hätte ich fast gesagt. Einwurf für den DSC. Also so viel Glück muss da noch sein. Julius Wetzel läuft da auch schon raus. Ganz links. Noch weit weg und ihr hört auch. Also jetzt ist gerade hier so ein bisschen die Luft raus. Ich glaube, jetzt freuen sich dann auch alle auf den Abpfiff. Denn das Ergebnis, der Endstand, der Sieger ist, steht fest eigentlich. Ne? Der DSC lässt aber nicht locker. Jetzt auf der linken Seite fast an der Eckfahne dran. Legt nochmal zurück auf Siratzky. Nee, auf Wetzel ist das mit der 19. Dann läuft dann im Sprint an der Außenbahn bis zur Außenlinie. So gehört sich's. Und dann gibt es einen Eckball. Holt einen Eckball raus. Und Frank Rittner läuft da auch schon hin und wird diesen Eckball gleich ausführen. So, Rittner ist angekommen, der Ball auch. Und ja, dann hebt er wieder den Arm, was das zu bedeuten hat. Jetzt auf den zweiten Pfosten, direkt Abnahme von Czobot. Aus der Luft, aber wirklich, da hebt er sein Bein. Wirklich 1,5 Meter hoch, so sah das zumindest aus. Und zwirbelt ihn dann aufs Tor. Der geht aber vielleicht 30, 40 Zentimeter dran vorbei. Wenn das reingegangen wäre, wäre es wundervoll gewesen. 5:1 bleibt jetzt. Da zu spielen sind noch gut 5 Minuten, so über den Daumen jetzt noch, ne? Mit Nachspielzeit. Und Boris Lucic hat dann auch wirklich alles dafür getan, auch der Jugend heute nochmal eine Chance zu geben. Alle Einwechselmöglichkeiten hat er ausgeschöpft. Abschlag ausgeführt von Tor der Rotation. Springt Preissiger so ein bisschen unglücklich an die Beine ran, sodass der eine unglückliche Figur macht. Aber jetzt holen sie sich doch die Kugel zurück. Überhaupt kein Thema mit Nico Opitz auf der linken Seite. Legt zurück auf Rico Niederlein. Alles weit in der eigenen Hälfte jetzt, aber völlig entspannt, ganz genau. Also jetzt ist Boris Lucic auch zufrieden. Ruhig spielen. Wir haben Zeit jetzt. Die letzten 5 Minuten hier im Heinsteier Stadion laufen. Und das machen sie wirklich ganz entspannt. Also eigentlich könnte der Schiri jetzt schon abpfeifen, ich glaube. Im Moment ist gar nicht mehr so wirklich viel gewollt jetzt hier. Preissiger, immer noch in der eigenen Hälfte, jetzt am Mittelkreis endlich mal dran. Legt doch nochmal zurück auf Zillig. Hat Daniel Fockbär hier einen Sprint an der Außenbahn gemacht, wollte eigentlich bedient werden. Passiert aber nicht. Jetzt bekommt er den Ball, aber klar, jetzt sind 1-2 Gegenspieler drauf, genau wie bei Frank Rittner auch. Ja, und dann wird ein Fehlpass provoziert, logisch. Klar, wenn dann die Spieler genug Zeit haben, auf den Mann drauf zu gehen, passiert eben ein Fehlpass. Jetzt ganz vernünftig rausgespielt, die Rotation auf der rechten Seite. Dort ist Sven Kujawski, der versucht natürlich den Ball reinzubringen, aber auch das hat nicht richtig funktioniert. Pach holt jetzt aber schlussendlich da, ich glaube einen Freischuss hat er rausgeholt, nachdem da Rico Niederlein ziemlich energisch raufgegangen ist. Kein böses Foul, aber es gibt einen Freischuss fast an der Torauslinie da hinten jetzt, rechte Seite. Vielleicht lasst es 6 Meter von der Eckfahne vielleicht entfernt sein. Freistoß also für die Rotation. Der Ball wird mit dem rechten Fuß geschlagen, vom Tor weg also. Jetzt ist der Ball freigegeben. Tor oder nicht? Jawohl, es ist ein Tor. Bis in den 5-Meter-Raum reingeschlagen. Janek Jeff klebte auf der Linie. Und dann ist der Ball im Tor. 5:2. Ich weiß nicht genau, wer es gemacht hat. Ich glaube, Dirk Wurtner haben wir der Nummer 9. Da sind sie alle nicht mehr so richtig zum Ball gegangen, auch unser Torwart nicht. Ne?
Ja, der Anschluss zum Spiel ist wieder freigegeben. Hier Rittner auf der ganz rechten Seite, jetzt mit Fockbär wieder zurück auf Zillig. Also das sieht man jetzt wirklich. Die wollen den Apfelfarben-Thema durch hier. Der Drops ist gelutscht, wie das so schön heißt. Ach Mensch, hab hier mal ein Phrasenschwein für mich, dann schmeiße ich da ein paar Euro rein. Zillig zurück auf Niederlein und jetzt wird auch, glaube ich, Boris Lutschisch ein bisschen zu viel. Denn das Hin- und Hergeschiebe da hinten, ich erinnere mich an Deutschland gegen Österreich 1982, bringt am Ende nicht viel. Alle sind unglücklich. Gut, hier führt man 5-2. Jetzt wird es wieder energisch auf der linken Seite. Opitz, dann bietet sich Heinrich an. Opitz dreht sich einmal, schießt auf Tor und dann doch ein Meter dann vorbei. Flachter, hüppelt der Ball rechts am Pfosten vorbei. Aus dem Nichts heraus. Mit einem Mal wird dann 2 Gänge wieder hochgeschaltet und der DSC hat wieder die nächste Chance herausgespielt. Also, ich sag's mal wirklich so, das ist. Ich freue mich auf den weiteren Verlauf der Sparkassen-Oberliga. Ich bin noch sehr gespannt, was unsere Jungs hier rausholen. Aktuell sind wir Tabellenzweiter. Nur der Erste wird aufsteigen in die nächsthöhere Liga. Und aktuell ist halt noch Schachwitz vor uns. Aber wir spielen ja noch gegeneinander in Schachwitz. Und dass die schlagbar sind, das haben schon wir und auch einige andere Mannschaften gezeigt. Also warten wir und harren wir der Dinge, was diese Sparkassen-Oberliga diese Saison noch bringen wird. Ich bin mal sehr neugierig. Rotation jetzt wieder auf dem Weg zu unserem Tor. Und dann ist noch ein beinendes rot gekleideten Sportklubberes dazwischen, sodass Janakiew ganz entspannt den Ball jetzt zurücklegt hier auf Frank Ritten auf der rechten Seite. Er macht einen langen, weiten Ball auf Heinrich, der wollte sofort weiterspielen. Und eigentlich, nee, auf Sirat, der wollte sofort weiterspielen auf Heinrich, was nicht funktioniert hat. Aber auch da wieder schön schnell und direkt. So, der Schiri pfeift eine Minute vorher ab. Finde ich ehrlich gesagt, hier wäre nicht mehr viel passiert. Völlig zu Recht. 5-2 Sieg also für den Dresdner Sportclub. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr hattet guten Empfang mit unserem Webradio, dass ihr dabei wart. Hört, was die Fans singen. Ja, klasse. Das war das Spiel DSC gegen Rotation. Endstand 5-2. Wir festigen damit den Platz Nummer 2. Die Fans sind zufrieden. Gucken, ob wir jetzt nochmal einen Spieler hier vor das Mikro bekommen. Wir fahren nie mehr nach Fischen. Nie mehr nach Fischen. Wir fahren nie mehr nach Fischen.